Viele Shows haben wir gemacht. Wir haben auf jeden Fall draußen ja noch diverse Open-Air-Shows gemacht und wir haben, glaube ich, eine einzige Show hier ganz alleine gemacht. Das war wirklich super deprimierend und zwar so ein bisschen so ein Online-Quiz, an dem sich auch so nicht wirklich viel beteiligt wurde, sag ich mal. Und es war wirklich ganz, ganz komisch und dann, also der Raum klingt auch so komisch und halt dann so seltsam und so, wenn man da so ganz alleine in der Mitte steht. Aber jetzt sind ja zum Glück wieder ganz viele Leute da und wie man auch sieht, ihr müsst die Masken nicht aufsetzen. Ich sag das trotzdem nochmal ganz kurz dazu, weil das eine 2G-Veranstaltung ist, das heißt geimpft oder genesen. Genesene Menschen sind hier und das bedeutet, dass selbst wenn es einen Impfbruch durchgeben sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann schwer infiziert, ja sehr, 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 sehr gering. Und deswegen sind wir ganz fest davon überzeugt, dass das hier heute eine sichere Veranstaltung ist, trotz der noch nicht ganz vorbeigegangenen Corona-Epidemie. Wir feiern tatsächlich heute das 200. Mal Riskier dein Bier mit einem Drum und Dran, so eingerechnet. Wir haben ja auch ein paar Mal in Dresden das gemacht. Wir waren einmal in Annaberg-Buchholz, einmal in... keine Ahnung wo, Meiningen zum Beispiel, irgendwie so Orte, die es vielleicht gibt, aber auf jeden Fall ist es jetzt definitiv die 200. Show. Ist ja gar nicht so weit her, dass wir erst das letzte Jubiläum hatten, im Paulinum letztes Jahr, 15 Jahre Riskier dein Bier, das ist also jetzt die 16. Saison, in die wir jetzt gehen und ja, wir haben uns was Besonderes ausgedacht. Also das Besondere ist ja sowieso schon mal, dass wir heute hier wieder so alle sind, nach anderthalb Jahren und hier in der Moritzpastei endlich mal wieder eine Veranstaltung mit vielen Gästen überhaupt genießen können, denn auch vorher hat es hier kein Konzert oder kein irgendwas gegeben mit auch nur ansatzweise so vielen Leuten, wie die ihr jetzt seid. Und aber die Saison in der Moritzpastei wird jetzt hier so ganz normal weitergehen, das heißt, es wird auch noch viele weitere kommende Veranstaltungen geben, die dann auf 2G ausgerichtet sind. Und das Besondere ist aber heute, es ist die Doppelt-Bier-Edition. Das heißt, ihr kriegt in jedem Fall immer doppelt so viel Bier, wie ihr eigentlich bekommen hättet. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder? Dankeschön an Urkrostitzer, dass sie das möglich gemacht haben. Ja, also das bedeutet, wenn ihr hochkommt, bekommt ihr nicht ein Bier, sondern zwei Bier. Wenn ihr dort auf 10 Bier steht, sind es aber gar nicht 10 Bier, sondern 20 Bier. Ihr könnt also jede von euch kann heute 248 Bier gewinnen. Das ist erstmal nicht so schlecht, da kann man sich, glaube ich, diesen Montagabend relativ schön saufen da mal. Man wird viele neue Leute kennenlernen, aber nein, ihr müsst natürlich auch das Bier überhaupt nicht heute austrinken, schon mal für die, die jetzt sich denken, was soll ich mit diesem ganzen Bier, sondern wie bei jeder anderen Show natürlich auch, könnt ihr einen Gutschein mitnehmen und den könnt ihr bei egal welcher Veranstaltung innerhalb der nächsten Jahre sogar hier in der Moritzpastei trinken. Das ist so ein Zettel, da geht dann an der Bar immer so ein Strich, da wird dann so abgekreuzt und dann habt ihr irgendwann eure hoffentlich erspielten 248 Bier dann auch ausgetrunken. Ihr könnt aber auch die alle auf einmal mitnehmen, ihr könnt mit dem Bollerwagen herkommen und sagen, juhu, ab in die Innenstadt, auf dem Marktplatz irgendwie Lieder singen oder so, wie ihr auch immer denkt. Ja, das ist die erste schon mal schöne Geschichte und die zweite wunderbare Geschichte wird jetzt passieren, denn ich bitte um einen Applaus für meine reizende Assistentin Anne Gilzer. Du musst nach da gehen. Die Fernsehleute haben uns hier ein Kreuzchen gemacht und das Kreuz ist da, wo die Karaffe sein muss, weil sonst bist du im Zuhellen oder ich im Dunkeln. Wir ziehen direkt mal den ersten Kandidaten oder die erste Kandidatin und die kommt dann gleich auf die Bühne und was dann genau passiert, wie die Regeln sind. Ihr kennt sie sowieso, aber erkläre ich dann gleich nochmal. Wir fangen trotzdem heute mal direkt mit der Ziehung an. Anne, 200. Show, wie geht's dir damit? Total gut. Sehr schön. Sind die Fragen noch schwerer geworden heute oder eher einfacher? Das ist eine Mischung, würde ich sagen. Ist eine Mischung, wie immer. Wir begrüßen auf der Bühne Christian C. Bitte komm zu uns. Bring noch jemanden mit. Thaisa.
Ja, Christian soll nicht alleine kommen, deswegen sind da auch zwei Barhocker. Er hat natürlich noch die Möglichkeit, einen Helfer oder eine Helferin mitzubringen. Und das tut er auch. Bitteschön, nimm doch einmal Platz. Ich hätte fast gedacht, du hast einen Pullover an, wo dein eigener Name draufsteht, aber es sieht nur auf den allerersten Blick so aus. Schnapp dir das Mikrofon. Und du hast auf jeden Fall gleich die Gelegenheit, ich erkläre ganz kurz noch ein bisschen was zu den Regeln, falls es wirklich jemanden gibt, der noch nie bei Riskier dein Bier war. In 16 Jahren, das wäre ja verrückt. Hier ist das Urkrossitzer Rad. Darauf könnt ihr dann gleich drehen und ihr werdet euch eine Rubrik erdrehen oder eine spezielle Aktion, die ich dann mit euch durchziehen werde. Auf den weißen Feldern klassische Quizrubriken, auf den orangenen die sogenannten Actiongebiete. Die Actiongebiete erkläre ich im Einzelnen noch, aber sowas wie eine Runde weiter erklärt sich natürlich von alleine. Jeden Monat gibt es auch eine weiße Rubrik, die sich immer ändert, das ist die sogenannte Wechselrubrik und die lautet heute Inseln. Ist ein bisschen geografisch. Ein bisschen auch vielleicht mal mit einem Urlaubserlebnis verbunden oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so für jeden was dabei. Es gibt natürlich auch Songs oder Literatur über Inseln. Inseln geben eine ganze Menge her, würde ich jetzt erstmal so sagen. Und dann könnt ihr natürlich Bier gewinnen und das wird dann auf diesem Bierstandsanzeiger dort angezeigt. Und es gibt einen Joker für euch und das ist Riskiel, die kleine Bierjungfrau, die hängt da. Wenn ihr einmal sagt, nein, das ist mir zu schwer, diese Rubrik mag ich überhaupt nicht, dann könnt ihr den Joker ziehen, geht eine Stufe zurück auf den Bierstandsanzeiger und könnt dann aber noch weiterspielen. Falls es eine Zeitbegrenzung geben sollte bei einer Frage, dann müsste ich die Entscheidung, ob ihr diesen Joker zieht oder nicht, bitte bekommen, bevor die Zeit anfängt zu laufen. Meine erste Frage natürlich jetzt direkt an dich, Christian. Möchtest du zwei Bier? Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Dann gebe ich dir mal zwei. Eins mache ich dir schon direkt auf. Christian, wie alt bist du? Was machst du beruflich? In der IT, in welcher Firma? Also in welcher Branche, sagen wir mal so rum? SAP-Beratung. Sehr gut. Ich versuche natürlich ein bisschen rauszukriegen, in welchen Quiz-Rubriken könntest du stark sein? Was ist deine Lieblingsrubrik? Jetzt so generell beim Quizzen vielleicht? Eine Runde weiter. Eine Runde weiter, das ist sehr gut. Wen hast du dir mitgebracht? Wie heißt du? Ich bin Daniel. Hi Daniel, möchtest du auch zwei Bier? Ja, sehr gerne. Sehr gut. Wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 27 und bin auch in der IT. Auch ITler? In der gleichen Firma? Nein. Konkurrenzunternehmen. Ich stelle das andere Bier hier einfach mal auf die Erde, was Besseres fällt mir jetzt gerade nicht ein. In welcher Rubrik kannst du hier deinem Freund Christian so richtig gut helfen, weil du da gut bist und denkst, Christian ist da nicht so gut? Ihr könnt euch vorher mal die Rubriken angucken, bevor ihr hochkommt. Dann sparen wir ein bisschen Zeit. Ich glaube Film und TV. Da bist du gut. Gehst du gerne ins Kino oder guckst du lieber Serien zu Hause? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Gut, dann weiß ich schon mal, wo wir dich fragen können. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an zu spielen. Christian, bitte dreh mal am Rad und wir gucken mal, was denn die erste Rubrik sein könnte. Es ist A bis Z. Bei A bis Z, da kommen genau die Fragen rein, wo wir nicht wissen, wo die sonst hin sollen. Denn ja, das ist immer am einfachsten. Und eure erste Frage lautet, die beeindruckende Kirche, muss ich hier so ein bisschen abdecken, die beeindruckende Kirche Sagrada Familia natürlich, deren Bau 1882 begann, ist noch immer unvollendet und soll im Jahr 2026 zum 100. Todestag des Künstlers Antoni Gaudí, der sie entwarf, fertig sein. Wie starb er im Juni 1926? Das ist ja schon mal eine schöne Frage. Ich gebe euch eine Auswahl an Möglichkeiten. Also, wie starb Gaudí, der diese wunderbare Kirche in Barcelona da gerade immer noch am Bauen ist, sag ich mal? A. Wurde er vom Blitz erschlagen? B. Wurde er von einer Straßenbahn erfasst? C. Ist er vom Baugerüst gestürzt? Oder D. Starb er durch einen Autounfall? Was glaubt ihr? Habt ihr eine Idee? Eine Vermutung? Ein Bauchgefühl? Wir würden A nehmen. Ihr würdet A nehmen, warum? Das wäre vom Blitz erschlagen. Intuition, genau. Einfach Intuition. Nur Ausschlussverfahren. Verstehe. Daniel, hast du dazu was zu sagen? Intuition A. Ja. Ich bitte dich nochmal drüber nachzudenken, ob dein Bauch auch wirklich A gesagt hat oder könnte es auch ein anderer Buchstabe gewesen sein? Du bist ja der Helfer und wenn der Kandidat in Not ist, musst du helfen. Das könnte jetzt der Fall sein. Du hast die Kontrolle. Dann ist es wahrscheinlich doch C.
Lassen wir mal den Helfer außen vor. Christian, du solltest noch mal überlegen, ob du die Antwort wirklich nehmen willst. Das ist ja schließlich eine wichtige Entscheidung. Es geht um ein Bier, beziehungsweise zwei Bier. Ich würde gerne noch mal B und D hören. Ja, B wäre von einer Straßenbahn erfasst und D durch einen Autounfall starb er. Und wann ist er gestorben? Er ist 1926 gestorben. Dann eher die Straßenbahn. Dann eher die Straßenbahn. Die Zeit ist abgelaufen, deswegen locke ich es ein. Es ist richtig! Die Straßenbahn hat ihn mitgenommen. Kurze Frage an die Reizassistentin. War das die leichte oder die schwere Frage? Also, das ist mir auch gerade aufgefallen. Die ist da, glaube ich, so ein bisschen aus Versehen in die leichte Rubrik eingeraten. Die ist auch schon älter. Aber ich könnte noch eine kleine Geschichte dazu erzählen. Also, wie der ja schon steht, von der Straßenbahn erfasst. Und dann ist er aber in einen also erstmal in so ein armen Krankenhaus gebracht worden. Das gab es ja damals noch, weil er irgendwie keinen Ausweis bei sich hatte und weil die Leute irgendwie dachten, das wäre ein Penner, sage ich jetzt mal. Und dann erst so nach 3 Tagen wurde er halt gefunden von seinem Assistenten und rasch in ein besseres Krankenhaus gebracht, aber da war es dann schon zu spät. Das ist schade. Deswegen zieht euch immer vernünftige Klamotten an, wenn ihr rausgeht. Sonst kommt ihr in dieses andere Krankenhaus. Das wollt ihr nicht. Sehr schön. Wir haben die erste Frage gemeistert. Bitte dreh noch mal am Rad und wir gucken mal, was vielleicht die nächste Rubrik sein könnte. Es war wirklich nicht einfach. Den Publikumsjoker Deluxe haben wir. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das erkläre ich ganz kurz. Ich habe hier eine Frage und die zeige ich jetzt euch gleich mal. Und ihr müsst mir nicht die richtige Antwort auf die Frage geben, sondern ihr müsst mir lediglich sagen, ob irgendjemand im Publikum vielleicht die richtige Antwort wissen könnte und die dann zu uns hochruft. Haben wir kurz Licht im Publikum einmal? Wie ihr seht, sind hier 2400 Leute und es sind super intelligente Leute dabei. Das sieht man auch direkt auf den ersten Blick. Männlein, Weiblein. Ich würde sagen, hier vorne sind vielleicht ein paar mehr Männer. Hier vielleicht auf der Seite ein paar mehr Ladies. Relativ junges Publikum, bis auf paar halt. Aber ansonsten vor allen Dingen extrem attraktive Leute. Das sieht man. Licht bitte wieder aus. Und jetzt ist das die Frage, um die es geht. Ich komme mal ein bisschen weiter rüber. Es geht um Chemie. Beide können sich kurz beraten. Sie versuchen jetzt sozusagen zu eruieren, ob einer von euch vielleicht zum Beispiel Chemie studiert und deswegen sagt, ey, das weiß ich auf jeden Fall und kein Problem. Oder sagen die beiden, nein, das kann man nicht wissen, das ist einfach zu schwer. Also wir glauben, das Wissen des Publikums liegt woanders. Ihr sagt, es weiß keiner. Das ist sehr charmant formuliert, das kann man nicht anders sagen, oder? Das ist okay. Er hat nicht gesagt, ihr seid doof. Das denkt er, aber er hat es nicht gesagt. Mal gucken. Achso, natürlich kriegt ihr was dafür, wenn ihr die Frage richtig beantwortet, und zwar 2 Bier. Die stehen hier, die sind wirklich eiskalt. Das ist ein leckeres Bier. Zurzeit gibt es 118 auf der Erde nachgewiesene Elemente. Wie heißt das als letztes ins Periodensystem aufgenommene Element mit der Ordnungszahl 118? Darmstadium? Nein. Ytterbium? Nein. Raten ist ein bisschen schwierig, aber das kann man ja eh nicht erraten, weil Name und so. Die genaue Bezeichnung oder der Formel systematisch? Beides? Nee, einfach der Name, den man so... Also ich jetzt zum Beispiel so Blei oder so, das wäre jetzt so ein Name, den verstehe ich. Das ist nicht so schlecht, aber es ist es nicht. Ich würde jetzt die Frage als nicht beantwortet geben, das ist nämlich Organesson. Klingt so ähnlich, aber ist nicht das, was du gesagt hast, ne? Also nicht wie Organ, sondern Organesson. O-G-A-N-E-S-S-O-N. Organesson. Habe ich noch nie gehört? Zur Erklärung, Bezeichnung leitet sich vom Namen des Mitentdeckers Juri Oganessian ab, steht in der 18. Gruppe des Periodensystems und ist damit ein Edelgas. Ob es sich auch wie eins verhält, weiß man allerdings noch nicht. Wahrscheinlich deswegen, weil diese Elemente ja immer nach Bruchteilen von Sekunden schon vergehen irgendwie. Aber Applaus für das Paar. Fürs Quizpaar. Denn es hat euer Wissen korrekt eingeschätzt, das kann man nicht anders sagen. Nämlich, dass es nicht vorhanden ist.
Wir können um 3 Bier spielen, bitteschön. Ich hätte es natürlich auch nicht gewusst, also von daher alles gut. Teekesselchen. Das ist auch eine ganz schöne Rubrik. Und zwar habe ich 2 verschiedene Definitionen für euch. Ich sage beide und danach müsstet ihr mir bitte dieses eine Wort sagen, was auf beide Definitionen zutrifft. Beispiel. 1, Hanseat. 2, Fast Food. Was ich suchen würde, wäre das Wort Hamburger. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und es gibt eine besonders knifflige Geschichte dabei, nämlich habt ihr nur 30 Sekunden Zeit, um das richtige Wort zu finden. Möchtet ihr das spielen oder möchtet ihr den Joker nehmen? Wir machen das. Ihr macht das, okay. Dann habe ich Definition 1 für euch. In Physik, Chemie und Technik gesetzliche Einheit für den Druck. Und 2, Lokalität, in der primär Getränke ausgeschenkt werden. Bar. Bar ist richtig, natürlich. Sehr gut. Gut. Damit sind wir bei 3 Bier. Wenn ihr weiterspielen wollt, könnt ihr jederzeit wieder an dem Rad drehen, dann spielen wir weiter. Oder ihr sagt, nö, 3 Bier sind ja heute 6 Bier und deswegen hören wir auf an der Stelle. Nein. Ihr spielt also weiter. 3 wären ja 6, wenn wir. 3 wären 6, genau. Also aber ihr hättet jetzt 6 gewonnen. Wenn ihr weiterspielt, riskiert ihr euer Bier. Ihr fallt aber immer wieder auf 0 runter, falls es nicht klappen sollte. Der Joker ist aber auch noch da. Das hatten wir gerade. Bitte nochmal drehen. 2 miteinander die gleiche Rubrik machen wir nicht. Ein zarter Dreh auf Inseln. Das ist so ein typischer Insel-Move gerade, also so ein Insel-Jingle. Sehr gut. Ich habe irgendwie gleich an eine Insel gedacht, als ich das gehört habe. Wie heißt die schöne Insel in Madonnas Song La Isla Bonita, der ist 1987 bis auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Großbritannien schaffte? Ist das A, El Gonzo, P, San Pedro, C, Oahu oder D, Fehmarn? Welche Insel besingt denn Madonna in ihrem Song La Isla Bonita? Kennt ihr das Lied? Das Lied, ja. Ja. Könntest du die Antworten nochmal wiederholen? Ja. Bitte? El Gonzo, San Pedro, Oahu oder Fehmarn? Es kommt auch textlich natürlich vor. Ja, erste spannende Situation. Ihr könnt euch gerne ein bisschen beraten ins Mikrofon am besten. Wir würden B nehmen. In einem B. Das ist San Pedro. Ich löse auf. Es ist nicht Fehmarn. Es ist nicht Oahu. Und es ist nicht El Gonzo. Und deswegen seid ihr eine Runde weiter. San Pedro. Damit sind wir bei 4-8 Bier. Kannst du die Stelle kurz ansingen, Anne? Ja, das kommt, glaube ich, häufiger vor, aber am Anfang ist gleich Last night I dreamt of San Pedro. Sehr gut, Applaus für Anne Gilzer, Ladies and Gentlemen. Wenn man es dann hört, ist es irgendwie ganz klar. Aber habt ihr sehr schön gelöst? Wollt ihr weiterspielen? Spielen wir um 10 Bier. Ja, sehr gut, dann bitte. Noch ein Dreh. Heute lohnt es sich ja wirklich richtig. Ich mache euch das unmoralische Angebot. Ich habe hier 8 verschiedene Umschläge und da ist drin von 2 warmen alkoholfreien Bier bis hin zu 50 Bier ist hier alles drin. Denn wir verdoppeln natürlich auch diesen Gewinn heute. Oder ihr sagt, nein, irgendwie macht es gerade Spaß zu spielen, wir liegen ganz gut, wir haben den Joker noch und können noch viel höher angreifen. Wir verzichten auf dieses Angebot und werden das nicht riskieren. Was macht ihr? Also wir sind so gerne bei dir, dass wir auf das Angebot verzichten. Sehr schön. Welche Nummer hättet ihr genommen zwischen 1 und 8? 7. Du sagst die 7. Wir gucken mal, was drin gewesen wäre. Ta-ta-ta. Es wären gewesen 8 Bier. Ne? Ganz klar. Aber da seid ihr sowieso und deswegen ist es eine sehr gute Entscheidung gewesen, das nicht zu nehmen. Bitteschön. Nächste Runde für euch. Publikumsjoker Deluxe. Das machen wir nicht direkt nochmal. Vorhin habt ihr gesagt, das weiß das Publikum bestimmt nicht und hattet recht. Schaut mal, wie ihr euch bei dieser Frage fühlt. Also das ist noch unwahrscheinlicher, deswegen nochmal nein. Ihr sagt nochmal nein. Müssen wir mal gucken, wie man das ausspricht.
Das wäre halt wirklich jetzt nett, wenn ihr jetzt nicht alle irgendwas reinruft, was ihr vielleicht denkt, was es auch sein könnte, denn man kann das wirklich schwer raten und deswegen wäre es einfach nur mega unruhig und ich würde halt vielleicht die Person, die es richtig weiß, nicht identifizieren können. Ich möchte von euch wissen, was für ein Tier ist eine Flaggensülfe? Sie hat es zu Hause. Ich höre nichts und damit sage ich, melden musst du dich nicht. Aber du willst nicht. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Eine Runde weiter Applaus. Und es ist tatsächlich ein Kolibri, richtig. Also es wäre ein Tier gewesen, ein Vogel gewesen, also ein Kolibri logischerweise. Eine Kolibri-Art in den Anden wäre es gewesen. Noch nie davon gehört. Wie sieht das Ding aus? Klein, nehme ich an. Verdammt klein. Verdammt klein sogar. Verdammt klein. Okay, wir können verdoppeln an der Stelle von 10, wo wir gerade sind, auf 20. Macht ihr das? Sehr gut. Los geht's. Ärgerlich. Eine Runde zurück, das heißt, wir gehen wieder auf die 4 runter, aber kein Problem, kein Problem. Das müsst ihr gleich nochmal, ihr könnt es bestimmt anders erdrehen, dass ihr jetzt eine Runde weiterkommt. Oh, fast auf 2 Runden weiter sogar, aber wir sind bei Klatsch und Tratsch gelandet. Klatsch und Tratsch, ist das ein bisschen dein Thema oder findest du das ganz, ganz schwer? Christian, was sagst du dazu? Also wir sind da nicht so bewandert, deswegen würden wir gerne den Joker nehmen. Okay, wollt ihr nicht erstmal die Frage anhören? Also hören ja, aber... Okay. Ja, hören ja. Ja. Also wir gucken mal, vielleicht ist es ja zufälligerweise so, dass ihr das doch wisst und dann müsste man die Frage nicht verschwenden. Den Joker meine ich natürlich. Auch vor Hollywood machte die Langeweile im Lockdown nicht halt und so mancher perfektionierte verborgene Talente. Womit vertrieb sich Komiker und Schauspieler Seth Rogen die Zeit? A. Bananenbrot backen, B. Töpfern, C. 3D-Puzzles europäischer Sehenswürdigkeiten legen oder D. Aquarellmalerei. Habt ihr eine Idee? Oder bleibt bei dem Joker? Daniel, du guckst zumindest so ein bisschen so, als ob du schon mal was auf der Zunge hättest. Ich glaube, wir nehmen den Joker. Aber was hättest du? Hättest du eine Richtung? Ich hätte eine Tendenz, okay. Aber... Wir nehmen den Joker. Ihr geht auf 3 Bier zurück und du sagst mal deine Tendenz. Ich hätte A gesagt. Du hättest A gesagt. Das wäre gewesen Bananenbrot backen. Was hättest du gesagt? Ich kenne den nicht mal, also sage ich auch einfach A. Also natürlich auch Bananenbrot backen, denn wenn man ihn nicht kennt, klarerweise nein, er töpfert. Er ist tatsächlich jetzt unter die Töpferer gegangen, was ich jetzt nicht wusste, aber schön. So hat man sich auch ein Hobby gesucht. Jetzt geht es ja immer weiter nach unten, das ist nicht so gut und deswegen bitte nochmal drehen, vielleicht auf 2 Runden weiter diesmal. Das ist vorbei, vorbei, vorbei. Sport. Da habe ich natürlich auch eine Frage. Sport, eher eine schlechte Rubrik für euch oder eher eine gute? Vermutlich eher nicht so gut. Eher nicht so gut, vermutlich. Also du guckst nicht gern Sport? Nee. Okay, du auch nicht? Gar nicht, nein. Okay, dann wird es vielleicht schwierig, aber wer weiß. Was war der 1995 verstorbene Brite Fred Perry nicht? A. Modeschöpfer. B. Einmaliger Tischtennis-Weltmeister. C. Dreimaliger Wimbledon-Gewinner. Oder D. Fünfmaliger Formel-1-Weltmeister. Eine von den Sachen war er nicht. Alle anderen 3 war er tatsächlich. Und ich möchte von euch wissen, was war Fred Perry nicht? Modeschöpfer, einmaliger Tischtennis-Weltmeister, dreimaliger Wimbledon-Gewinner oder D, fünfmaliger Formel-1-Gewinner. Psst. Bitte, bitte Ruhe im Publikum. Die beiden müssen sich konzentrieren. Also wir würden D nominieren. Ihr würdet D sagen, das kann nicht stimmen. Wieso nicht? Also Modeschöpfer wissen wir und ja? Tennis und Tischtennis passt zusammen, aber Tennis und Formel 1 passt nicht so zusammen. Okay. Und deswegen ist die Antwort auch richtig. Das stimmt. Und damit sind wir wieder bei 4 Bier. Modeschöpfer ist klar, die Marke kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute. Und dass er Wimbledon-Gewinner war, wusste ich jetzt persönlich auch. Dass er Tischtennis-Weltmeister auch war, habe ich nicht gewusst. Krass. Wir können weiterspielen, nochmal um 5 Bier, wenn ihr wollt. Also eigentlich 10, genau.
Die Roulette. Jetzt ist der Joker weg und ihr müsst es nehmen. Ihr habt jetzt die Aufgabe, mir zu sagen, was kommt als nächstes? Weiß oder Orange? Und dann drehst du schön kräftig an diesem Rad und dann gucken wir mal, ob das zutrifft, was du mir jetzt prognostizierst. Christian möchte nichts sagen, er überlässt es Daniel. Weiß oder dunkel? Komischerweise sagen alle weiß. Wir sagen weiß. Kein wir Orange, weiß. Keiner machen, sagt Orange. Wir machen weiß. Ihr nehmt weiß, okay. Dann bitte ein kräftiger Dreh, los geht's. Viel Glück, weiß muss es werden. Oh! Gerade so. Sehr schön. Ja, damit sind wir wieder bei den Fünfen, die ja heute 10 sind. Und wir können nochmal verdoppeln. Vorhin hat das jetzt nicht so super geklappt, aber... Einmal riskieren wir das noch. Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder auf 20 Bier. Quick Quiz. Das ist natürlich jetzt eine sehr schöne Geschichte. Du musst das mit mir alleine spielen, denn nur wenn wir in den ersten 3 Runden sind, dann darfst du helfen. Und in diesem Fall müsstest du das alleine lösen, was ich jetzt mit dir vorhabe. Nämlich innerhalb von 30 Sekunden werde ich dir 5 Fragen stellen, von denen du mir bitte 4 richtig beantwortest. Einmal kannst du daneben liegen, wir machen das so ein bisschen schnell hintereinander weg. Und 4 müssen halt richtig sein. Alles klar? Bist du soweit? Bist du bereit? Sehr gut. So viele Berge hat die Insel Lummerland laut dem Lummerland-Lied. 2. Richtig. So hieß der Künstler Kandinsky mit Vornamen. Weiter. Kobalt ist eine Abstufung dieses Farbtons. Blau. Richtig. Auf diesem TV-Sender läuft das Heute-Journal. ZDF. Richtig. Und diese Band sang im Jahr 1995 den Song Wonderwall. Oasis. Das ist auch richtig. Sehr gut. Kandinsky heißt Vassili mit Vornamen, aber das ist nicht so wichtig, denn die können wir uns schenken. Sehr schön. Damit sind wir bei den 10, die heute 20 Bier sind und du musst nochmal eine Entscheidung treffen. Möchtest du nochmal drehen oder gehst du mit dem Gewinn erstmal los? Also wir würden ausklinken. Sehr schön. Dann einen Riesenapplaus bitte für Christian und Daniel. So sieht dein Gutschein aus. Da kannst du dir die einzelnen Biere abstreichen, bitteschön. Und du kannst das Bier natürlich noch mitnehmen, was da steht. Das steht ja auch zu, das heißt, bei euch sind es heute dann sozusagen mit dem, was ihr hier getrunken habt, insgesamt 24 Bier geworden, was eine ganze Kiste ist. Sehr, sehr schön. Ja, und damit kommen wir direkt, sobald du jedenfalls das alles wieder in Ordnung gebracht hast, nochmal zu einer Ziehungsmelodie und natürlich dann zu einem Applaus für Anne Gilzer, bitte. Kann man wechseln? Bitteschön. Ist das spannend? Der erste Buchstabe ist ein B. Der zweite ist ein E. Und der dritte Buchstabe ist ein A. Und dann hört es auch schon auf. Bea C. Punkt. Sehr schön. Bringst du auch jemanden bitte mit, Bea? Sehr gut. Wunderbar. Applaus bitte für die beiden Kandidatinnen. Bitte schön, nimm Platz. Ihr habt da gerade schon mitbekommen, wie das so läuft. Natürlich frage ich dich auch, Bea, als erstes. Möchtest du 2 Bier haben? Nein. Sehr gut, dann sparen wir die. Hast du Wein? Man muss nicht Bier trinken. Ich habe keinen Wein für dich, aber ich kann dir eine Flasche Wasser anbieten. Ja? Anne, musstest du ganz kurz Backstage gehen und eine Flasche Wasser holen? Du weißt ja, da steht ja diese Kiste. Und ich frage inzwischen aber dich natürlich mal, wie alt bist du, wie heißt du eigentlich erstmal? Ich bin Susanne. Susanne, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 35 und Sales Consultant. In welcher Branche? Ich versuche natürlich rauszukriegen, in was kennst du dich aus, ne? Ja, auch, wenn Fragen kommen. Einkauf. Einkauf, von welchen Produkten? C-Artikel. C-Artikel? Büromaterial, Werkzeug, etc. Ah, okay, das nennt sich C-Artikel. Das wusste ich nicht. Was sind A-Artikel? Materialien, die direkt in eine Produktion eingehen. Metall, Holz. Und B-Artikel? Keine Ahnung. Okay, super. Sehr schön. Dann frage ich dich nochmal. Alter, Beruf hatten wir geklärt.
Gibt es bestimmte Sachen, hatten die... Hatten wir nicht geklärt. Nee. Sorry, ich bin ein wenig verwirrt wegen dem Wasser. Willst du zwei Bier haben? Oder willst du auch kein Bier trinken? Ich trinke auch kein Bier. Du trinkst auch gar kein Bier. Ja, das ist, warum sind wir nicht bei Riske denn Wein? Aber ja. Jan Müller-Thurgau würde ich nehmen. Dann kriegst du natürlich auch ein Wasser von mir, wenn du möchtest. Dein Wasser habe ich ja hier schon bereitgestellt. Alter, Beruf bitte einmal bei dir. Ich bin auch 35 und arbeite im Schienengüterverkehr der Deutschen Bahn. Sehr schön. Was sind deine besonderen Hobbys, die dir heute weiterhelfen könnten hier, Bea? Reisen? Reisen, das ist sehr gut. Das ist tatsächlich, Reisen bildet und man hat dann überall bessere Karten danach. Freue ich mich. Ich packe die beiden Bier wieder zurück und du drehst bitte einmal am Rad. Erste Rubrik ist mehr oder weniger, so ein bisschen verbogen hier der Nagel, das kann ich gar... Ach nee, doch ja, ist noch mehr oder weniger. Das drücke ich hier so ein bisschen wieder zurück, aber das hat ja keine großen Auswirkungen. Mehr oder weniger, da ist es stehen geblieben. Ich habe eine Schätzfrage und ich werde erstmal im Publikum fragen, was der Publikumskandidat, die Publikumskandidatin dazu sagt. Falls die besser sein sollte als ihr in dieser Rubrik, auch dann gibt es natürlich zwei Bier heute und nicht nur eins. Ich gehe mal da so hin und versuche das nicht umzureißen, rückwärtig. Ich spiele mit dir. Wie viele Personen im Publikum, glaubst du, waren in den letzten zwei Wochen in einer Bibliothek? Ich frage dann natürlich per Handzeichen und dann sind wir mal gespannt. Also wie viele Personen hier waren in den letzten zwei Wochen in einer Bibliothek? Schätz mal. Wie viele Zuschauer sind denn hier? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber es sind super, super viele. Also mehrere, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mehrere tausend, denke ich ja. Gut, dann sage ich mal 100. 100 waren schon in den letzten zwei Wochen in einer Bibliothek. Da müssen wir viel zählen. Und natürlich an euch die Frage, mehr oder weniger. Was glaubt ihr? Wir glauben, dass es weniger sind. Das glaube ich auch. Wir machen es natürlich trotzdem. Bitte einmal Hand hoch. Wer war in den letzten zwei Wochen in einer Bibliothek? 100 tatsächlich. Wahnsinn. Nee, es sind 1, 2, 3. Lass mal oben kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so 25. Alles klar, Dankeschön. Ja, trotzdem waren es wahrscheinlich, ich nehme an, relativ viele Studenten, die dann doch immer noch in eine Bibliothek gehen. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich kann man sich heute noch nicht alles auch digital irgendwie besorgen, oder? Es gibt, Bücher haben schon noch eine Relevanz. Meine Antwort ist ja. Als Korrekturleserin von Büchern musst du das ja auch sagen. Wir sind bei einem Bier, können verdoppeln auf zwei, beziehungsweise zwei und vier. Ein beherzter Dreh auf. Ein Bier! Der Big Bang ist da, sehr schön. Hier ist euer Gutschein, da könnt ihr euch am Südplatz einen Burger abholen. Dankeschön. Hier gibt es auch als vegetarische Variante. Ja, wo beendet. Eine Runde zurück. Das ganz Strafe jetzt. Du strafst immer sofort. Genau. Wir sind wieder bei Null, das ist nicht passiert. Wie heißt du? Wie alt bist du? Nein. Das ist ein orange Angebot. Wir sind ja noch ganz am Anfang von der Runde. Auch hier habe ich jetzt nur 7 Umschläge über. Die 4 Bier sind schon raus. Und dann gibt es natürlich aber trotzdem noch weitere Gewinne bis hin zu 50 Bier. Wollt ihr einfach den Umschlägen nehmen? Nein, danke. Welche Nummer gefällt dir am besten, außer der 7 hatten wir hier, ne? Ja. Die 1. Die 1, auch da möchte ich gucken, was du gewonnen hättest. 50 Bier. Ja, die 25 sind ja jetzt 50, also der Hauptgewinn ist schon mal... Gut, dass es nicht 50 Wein war. Ja, genau, das stimmt, wenn man gar kein Bier trinkt, macht einfach so mittel viel aus. Oder hast du viele Freunde da? Ja, die wollen das dann schon. Ne? Ich stelle das mal hier so hin, damit das auch die Freunde sehen. Die ganze Zeit sehen, immer wieder sehen, diese Zahlen. Bitteschön, nächster Dreh von euch. Ich bin immer noch um ein Bier. Die freie Auswahl der weißen Felder. Inseln, Geografie, Klatsch und Tratsch, Tekken sich in Sport, Musik, Politik und Geschichte, A bis Z, Film und TV oder Literatur. Jetzt habt ihr natürlich, oder du hast gesagt, du reist gerne. Da könnte man jetzt Inseln nehmen oder Geografie oder irgendwas ganz anderes. Wir nehmen A bis Z. A bis Z, sehr gut. Zack, da sind wir bei A bis Z und eure Frage lautet. Wir haben einen Jingle, nämlich diesen hier. Neo Rauch. Ich möchte von euch wissen, wie alt Neo Rauch ist. Ihr könnt euch wie immer um 3 Jahre verschätzen. Neo Rauch ist ein sehr, sehr bekannter Künstler, ein sehr toller Maler und hat mit seinem Namen quasi die Leipziger, sogenannte Leipziger Schule mitbegründet. Aber wie alt ist er? Wir würden mal 63 tippen. Ihr tippt 63.
Neo Rauch wurde geboren am 18. April 1960. Und damit seid ihr eine Runde weiter, weil er 61 Jahre alt ist, tatsächlich. Und dann seid ihr mit 63 Jahren gut. Guter Tipp. Guter Tipp. Bitteschön. Es geht um zwei Bier. Ja, eigentlich schon. Aber ich versuche, ich weiß aber nicht. Zwei Runden weiter. Sehr schön, sehr schön. Okay, dann sage ich in Zukunft jetzt immer das, was wirklich gewonnen wird und nicht, was da steht. Also wir haben 6 Bier und wir können um 8 spielen. Noch ein Burger. Ja, ich gehe da gleich drauf ein. Wir müssen bei 4 sein, sagte er gerade. Aber ich glaube, wir haben schon alles richtig gemacht. Ihr kriegt erstmal noch einen Burger. Am Südplatz. Lecker. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, denn es ging ja um 2 Runden weiter einmal. Falls... Weißt du es noch? Sag es nochmal, wir müssen nochmal nachvollziehen. Sag es nochmal. Nein, wir starten bei 0 immer. Alles klar, bitte nicht reinquatschen. Glück gehabt. Nee, manchmal machen wir auch was falsch, deswegen ist es immer ganz gut, wenn jemand aufpasst, aber wir starten immer bei 0 Bier. Also ihr kriegt generell erstmal nichts vorher und deswegen stimmt das auch alles. Ich wäre jetzt sehr überrascht gewesen, wenn es nicht gepasst hätte. Aber wie auch immer, wir haben jetzt 6 auf der Uhr und ihr könnt um 8 spielen. Bitteschön. Ich weiß ja, dass du bis zum geht nicht mehr zocken wirst, weil du ja sowieso nicht so affin bist, was Bier jetzt angeht. Film und TV, das ist eure nächste Rubrik und eure Frage lautet... Wer kennt sich, Entschuldigung, das habe ich aus A bis Z rausgezogen, das war falsch. Das muss hier rein. Film und TV ist nämlich in Wirklichkeit, da, 1 Hit 1 dahinter, genau. Ich hab's, bin ein bisschen blind. So, jetzt aber. Und schon wieder A bis Z. Das ist, glaube ich, falsch eingeordnet, kann das sein? Ah ja, okay, hier. Alles klar. Unter dem Titel The Merry Saints of New... The Many Saints of Newark sollen im November ein Film in die Kinos kommen, soll im November ein Film in die Kinos kommen, der ein Prequel zu welcher beliebten TV-Serie ist? A. Hinter Gittern, der Frauenknast. B. Die Sopranos. C. Twin Peaks. Oder D. Stranger Things. Ich sag nochmal den Titel. The Many Saints of Newark. Newark. Ark. Ark. Wie würdest du das aussprechen? Newark. Kurz, gut. The Many Saints of Newark. Kannst du die Antwortmöglichkeiten bitte nochmal vorlesen? A. Hinter Gittern, der Frauenknast. B. Die Sopranos. C. Twin Peaks. Oder D. Stranger Things. Das Ganze soll ein Prequel auf eine von diesen Serien sein. Wir wollen den Joker nehmen, bitte. Ihr wollt den Joker nehmen. Gut, dann drehen wir den um. Ihr landet wieder bei 2 Bier. Was hättest du gesagt, Susanne? Na, weil ich frage beide. Ich frage zuerst dich. Was hättest du gesagt, wenn du hättest tippen müssen? Nicht so viel? Frauenknast. Und du, was hättest du gesagt? Sopranos. Das wäre richtig gewesen. Sopranos wäre es gewesen tatsächlich. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich ein Prequel von Frauenknast in die Kinos kommt, aber die Sopranos macht zacken mehr Sinn, sag ich mal. Eine ultra erfolgreiche Serie. Bitteschön, wir spielen wieder um 6-4. Klatsch. Nein, Teekesselchen natürlich. Das hatten wir ja vorhin schon einmal. Ihr müsst halt innerhalb von 30 Sekunden auf eine bestimmte Sache kommen, auf ein bestimmtes Wort kommen. Und ich gebe euch vorher 2 Definitionen. 1. Physikalische Erscheinung der Elektrizitätslehre, die den Transport von elektrischen Ladungsträgern gemeint, beispielsweise von Elektronen, in Leitern oder Halbleitern bezeichnet. Das Wort gemeint ist komisch an der Stelle, oder? Nicht? Okay. 2. Natürliches, linienhaft fließendes Gewässer auf Landoberflächen, das ins offene Meer mündet. Ich wiederhole. Physikalische Erscheinung der Elektrizitätslehre, die den Transport von elektrischen Ladungsträgern gemeint, beispielsweise... Fluss! Ja, das ist... Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Und 2, natürliches, linienhaft fließendes Gewässer auf Landoberflächen, das ins offene Meer mündet. Dieses Gewässer mündet ins offene Meer. Gibt es da noch ein anderes Wort? Wenn das zum Beispiel sehr, sehr groß ist, dieses Gewässer, dann spricht man nicht mehr von einem Fluss unter Umständen, sondern... einem Delta.
Stimmt, das ist so lange her, dass wir das mal hatten. Das habe ich irgendwann mal programmiert, oder? Nee, das habe ich nicht programmiert. Das ist super lustig. Das machen wir jetzt immer so. Das heißt, Computer ist kaputt. Ach, das ist geil. Ich ziehe es mal langsam runter, dann ist es so wie keine Panne. Okay. Es wäre der Strom gewesen. Strom fließt, ist ja auch ein großer Fluss, wird ja auch Strom genannt. Und der Strom mit Elektrizität, das Wort gemeint ist komisch an der Stelle, da muss ich zugeben. Aber trotzdem, es hat ja irgendwas mit Elektrizität zu tun und das stimmt auch. Deswegen muss ich es als nicht beantwortet geben. Ihr habt trotzdem zwei Burger gewonnen. Applaus bitte für Bea und Susanne. Hat nicht ganz gereicht. Flasche hat es aber nicht aufgemacht, oder? Doch, dann würde ich sagen, nimmst du sie doch bitte auch mit, dann wird sie nicht verschwendet. Ist der jetzt abgestürzt, der Computer? Komm, zieh es nochmal hoch. Ist einfach Gabba-Techno. 1999 haben wir zu sowas getanzt. Ich würde das jetzt hier mal ausmachen vielleicht einfach. Oh, ist wirklich kaputt gegangen. Stark. Dann fahren wir nochmal runter und wieder hoch, oder? Was machen wir jetzt? Du fährst nochmal hoch, kurz den Rechner. Das ist so lustig, Alex. Applaus für unseren Techniker Alex. Komm, bleib du da echt da. Und Applaus für Anne Gilzer, die Reizassistentin. Der erste Buchstabe ist ein S. Der zweite ist ein V. Der dritte ist ein E. Und der vierte ist ein N. Sven Weiß. Da ist er. Applaus für Sven Weiß. Okay. Das ist sehr schön. Bist du Sven Weiß? Weil du bist Weiß, aber du bist Sven. Sehr gut. Dann setz dich mal hin. Möchtest du zwei Bier haben? Ja, natürlich möchtest du zwei Bier haben. Jeder möchte zwei Bier gerne haben. Außer den Kandidaten gerade. Übrigens, wir hatten das schon häufiger mal, dass wir Kandidaten oder Kandidaten hatten, die jetzt irgendwie gar kein Bier trinken. Ich erinnere mich noch an eine Frau, die hat hier 100 Bier gewonnen und hat gesagt, ich trinke gar kein Bier, kriegt dann das Publikum. Es war ein sehr netter, aber dann unruhiger Abend danach. Aber irgendwie habe ich das jetzt fast gerade gedacht. Ich gebe dir erstmal eins, das andere stelle ich vor dich hin. Sven, wie alt bist du, was machst du beruflich? 35 und ich bin Arbeitsvermittler im Jobcenter. Arbeitsvermittler im Jobcenter. Dann kennst du doch wahrscheinlich dieses Lied hier besonders gut. Jetzt ist er arbeitslos. Er hockt den ganzen Tag zu Hause rum und pennt. Bitte schön. Was er tut, das Einzige, was er tut, er zum Arbeitsamt Aufstellungssuche rennt. Genau, das ist sehr schön. Ich mache das mal. Hier habe ich noch irgendwie eine Karte verloren. Diese Karte kommt auch weg. Was sind deine besonderen Hobbys? Wenn du Arbeit vermittelst, dann kann ich daraus jetzt erstmal keine Fähigkeit bei einem Quiz mir so richtig. Also. Oder habe ich da was übersehen? Ja, ich bin sozial eingestellt. Ja, sehr gut. Du musst ja von der Arbeit, die die machen, keine Ahnung haben. Du musst nur wissen, es gibt den Job, oder? Das ist richtig. Richtig, genau. Was ist denn so, gibt es da irgendwie Hobbys von dir, die dir hier weiterhelfen könnten? Bist du musikalisch? Interessierst du dich für Sport? Guckst du gerne in die Gala? Ich spiele Tischtennis. Tischtennis? Ja. Dann hättest du auch gewusst, dass Fred Perry mal Weltmeister war? Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Spielst du gut Tischtennis? Zweite Bezirksliga. Zweite Bezirksliga. Und dann gehst du immer so in den Park und wenn die da so Chinesisch spielen, dann sagst du immer so, oh, ich weiß gar nicht, wie das geht, aber ich kann aber mitspielen. Ich hab das als Kind mal gemacht. Nee, das ist zweite Bezirksliga, das heißt, ihr spielt eine Liga also und ja. Du bist auch auf einem bestimmten Platz. Ja. Auf welchem Platz bist du denn gerade? Naja, ich spiele in einer Mannschaft ja? Und da bin ich Nummer 5. Ja, sehr schön. Also finde ich cool. Dann haben wir auf jeden Fall mit Tischtennis schon mal einen kleinen Experten. Wen hast du mitgebracht? Wie heißt du? Ich bin Markus, 32 und im Vertriebsinnendienst. In welcher Branche? Das frage ich da auch wieder. Das, was Susanne gerade schon erzählt hat. Ah, das also, war nochmal... Das ist Online-B2B-Handel, also eine Online-Plattform. Mit allem möglichen... Mit allem möglichen, allem möglichen was man so braucht. Kram, den man so brauchen kann. Okay, bei dir gibt es da so eine Rubrik, wo du sagst, da kann ich hier meinem Kumpel heute helfen? Naja, ich würde sagen, Musik, Sport und vielleicht auch so Film und TV, aber...
Schon mal stark drei Rubriken zu nennen, das ist mal gar nicht schlecht. Aber ich weiß, dass es Film hier nichts zu sagen hat. Sport und Musik. Okay, was für Musik hörst du? Eigentlich querbeet, aber überwiegend Rock. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, dreh am Rad. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir sogar eine Frage in der Richtung. Erste Rubrik für euch. Zwei Runden weiter. Das läuft einfach. Vier Bier. Das schmeckt einfach. Hä? Mehr oder weniger. Es ist nicht umgeklappt, die kleine Lasche, und deswegen gibt es tatsächlich diese mehr oder weniger Frage. Auch da gehe ich wieder ins Publikum, stelle eine Frage. Ihr sagt mir dann, ist die richtige Antwort mehr oder weniger? Eben haben wir ja schon eine sehr gute Schätzung gehört. Ich mache mal hier vorne mit dir weiter. Du guckst so weg, da denke ich immer, nee, die hat so gar keinen Bock. Das finde ich ganz gut. Wie lange war Robinson Crusoe, der Held des gleichnamigen Romans von Daniel Defoe, als Schiffbrüchiger auf einer Insel? Also ich habe mir ein bisschen das Thema Inseln hier auch eingebaut. Also das hätte ich gerne in Jahren. Wie lange war der wohl weg, Robinson Crusoe? Ich glaube, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt. Oh Gott. 12? Wieso machst du dich damit deswegen sehr unbeliebt? Weil ich den tatsächlich nicht gesehen habe. Ja, mein Gott, es gibt Schlimmeres. Also A ist das ja auch vor allem ein Buch, aber es gibt natürlich auch mehrere Verfilmungen davon. 12 Jahre. Jetzt geht's an euch. Mehr oder weniger? Generell machst du dich überhaupt nicht unbeliebt, wenn du halt keine Ahnung hast, was ich mit der Frage überhaupt meine, weil du hilfst ja damit eher den beiden Kandidaten, denn die könnten jetzt unter Umständen, wenn zum Beispiel deine Schätzung total absurd gewesen wäre, auch gleich sagen, hahaha, das kann ja gar nicht sein. Aber so absurd war deine Schätzung nicht. Sie ist trotzdem falsch, aber was denkt ihr? Oh, Markus. Ich finde, das ist eine fiese Zahl. Es ist Ihr könnt auch den Joker nehmen. Es gibt ja hier keine Zeitbegrenzung. Ihr könnt auch sagen, die Sache ist mir zu heiß, der Tipp ist zu gut. Dann kriegst du die beiden Biere. Du kriegst dann die zwei Biere und die beiden Kandidaten würden sich nicht darauf einlassen. Ich meine, es gibt natürlich eine berühmte Verfilmung davon und auch ein Buch. Eins von beiden mal irgendwie gesehen? Also ich kann nur beipflichten, ich habe es auch nicht gesehen. Okay. Also Sven? Für mich wäre es auch 50-50. Also ich wüsste nicht. Ich würde zocken und sagen mehr. Du sagst mehr. Bleibst du dabei? Also dieses ich würde zocken ist so ein bisschen so wie ich könnte es tun, ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Bleib dabei. Du bleibst dabei. Länger als 12 Jahre, sagst du, war Robinson Crusoe auf der Insel. Wenn du jetzt die beiden hier rausjagst und es weniger ist, hättest du die beiden Biere gewonnen. Robinson Crusoe war auf der Insel, Doppelpunkt, 28 Jahre. Und deswegen eine Runde weiter für euch. Aber du hast es am Raunen durch die Menge gemerkt, das wussten viele nicht. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht geschätzt, dass es so arg lange ist. Aber gut, richtig gemacht. Weiter geht's. Wir spielen um 8 Bier. Nochmal mehr oder weniger hatten wir gerade, deswegen bitte nochmal drehen. Zwei Runden weiter. Stark. Jawohl. Das ist gut. Es läuft. Ja, jetzt können wir um 20 Bier spielen, wenn du nochmal drehst. Der Joker ist auch noch vollständig erhalten. Schade. Biroulette. Sicherlich jetzt bei 20 Uhr, die man bei 10 Bier, die du jetzt auf der Uhr hast, wäre es durchaus eine Option, da jetzt den Joker zu nehmen, weil mit einer reinen 50-50-Chance, es ist ja praktisch dann so wie so ein Münzwurf, den du hättest, ist vielleicht ein bisschen wenig, um jetzt die 5 Bier nochmal zu riskieren, aber es ist natürlich deine Entscheidung. Ich habe gerade schon gezockt, ich würde den Joker nehmen. Du nimmst den Joker. Was hättest du denn gesagt, theoretisch? So wie ich heiße. Weiß. Dann musst du ja sowieso jetzt nochmal drehen, weil mit dem Joker kann man nicht aufhören, darf man nicht aufhören, habe ich zwar nicht gesagt, ist aber so. Und es wäre orange gewesen, von daher richtige Entscheidung getroffen. Und immer noch mal das unmoralische Angebot, das dritte Mal. Die 4 Bier sind raus, aka 8, und die 25, also 50. Wir haben aber noch so einige Biere über. Und zwar sind noch drin, ich rechne jetzt schon mal in Neubierzeit, 6 Biere, 8 Biere, 10 Biere, 20 Biere und 30 Biere und 40 Biere sind auch noch hier drin.
Und zwei alkoholfreie warme. Genau, die sind auch noch hier drin. Schönen Dank dafür. Möchtest du einen Umschlag nehmen oder sagst du, nein, ich möchte lieber weiterspielen? Macht gerade so viel Spaß. Also ihr spielt weiter. Ja. Welche Nummer hättest du genommen? Die zwei. Die zwei. Hatten wir die nicht gerade? Nein. Wir hatten die eins und die sieben. Die zwei. Du hast also nicht gewonnen 20 Bier. Ne? Aber wenn man sich mal anguckt, dass du nur zwei Schritte davon entfernt bist, ist das auch noch machbar. Los geht's. Vielleicht schon mit dem nächsten Dreh. Zwei Runden weiter ist weg und das ist das Teekesselchen. Das kam jetzt heute auch schon einige Male, aber das müssen wir jetzt nehmen, weil der Joker ja nicht mehr da ist. Ich lese erstmal wieder komplett vor und dann läuft die Zeit. Ach so. Okay, pass auf. Ich werde es tatsächlich mitstoppen. Und zwar, indem ich den alten 30-Sekunden-Schnulli hier nochmal laufen lasse. Den mache ich aber aus, mache dich dafür an, aber es macht kein Itze mehr und wir gucken mal. Also du machst die Musik dann an und die ist genau 30 Sekunden lang, wenn ich die Definitionen vorgelesen habe. 1. Vorderste Abteilung einer kleineren militärischen Einheit, deren Aufgabe die Aufklärung, das Besetzen wichtiger Positionen und das Gewinnen von Zeitvorteilen gegenüber dem Feind ist. Und 2. An Textilien oder Kleidung befindliche unterschiedliche dekorative Elemente, die aus Garn oder aus Garn und Stoff bestehen. Los geht's. Es ist geil still auf jeden Fall. Vorderste Abteilung einer kleinen militärischen Einheit, deren Aufgabe die Aufklärung, das Besetzen von wichtiger Positionen, das Gewinnen von Zeitvorteilen gegenüber dem Feind ist und an Textilien oder Kleidung befindliche unterschiedliche dekorative Elemente, die aus Garn oder aus Garn und Stoff bestehen. Sehr schwer. Sehr, 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 sehr schwer. Kriegen wir das lauter? Danke. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, bei dem Stoff an etwas Feminines denken. An eine feminine Verzierung, die an Sachen dran ist, die bei Frauen, die vielleicht nicht ganz so viel mehr anhaben, dann unter Umständen gut aussehen könnte. Spitze. Habt ihr es? Spitze. Das ist richtig. Spitze, das ist Spitze. Bisher hattet ihr ja noch meine Tipps noch gar nicht nötig und deswegen der Tipp nochmal für mich. Ja, es ist auch wirklich eine schwierige Geschichte. Also die vorderste Abteilung einer kleineren militärischen Einheit, das ist eben auch die Spitze, die halt versucht dann schon mal vorzudrücken und bla bla bla. Und eben die aus unterschiedlichen dekorativen Elementen dann halt Stoff oder und so. Und man könnte jetzt auch an Tischwäsche denken oder so, aber ich hatte gedacht, vielleicht ist das der Tipp, der euch weiterhilft. Ihr könnt weiterspielen, wir spielen um 20 Bier. Los geht's. Kein Tipp mehr von mir allerdings an der Stelle. Das war der letzte. Mehr oder weniger. Wieder die Schätzfrage. Ihr dreht irgendwie immer die gleichen Felder, habe ich das Gefühl. Da muss irgendwie System dahinter sein, wenn man es kann, so zu drehen. Also nochmal ins Publikum und nochmal eine Schätzfrage an irgendjemanden. Diesmal spiele ich mit jemandem, der etwas weiter hinten sitzt, mit dir. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Karl Theodor zu Guttenberg, der zwischen 2009 und 2011 zwei verschiedene bundesdeutsche Ministerämter bekleidete und dann wegen Plagiatsvorwürfen seine Doktorarbeit betreffend reumütig aus dem Staatsdienst ausschied. Neben Karl Theodor trug er noch weitere klingende Vornamen. Wie viele insgesamt? Schätz mal, wie viele Vornamen hatte der neben Karl Theodor noch? Oder hat? Vier? Vier ist die Schätzung. Mehr oder weniger. Euch sagt wahrscheinlich der Mann durchaus noch was? Ihr kennt ihn noch? Ja, das durchaus noch, ja. Und ihr wisst auch, dass er viele Vornamen hatte? Wäre mir jetzt nicht bewusst. Also mehr als einer hätte ich schon gedacht. Was ist denn, wenn gleich ist? Du kannst jetzt nicht sagen, ich sage das gleich. Das würde das Spiel ad absurdum führen, wenn es heißt mehr oder weniger. Wenn sie allerdings die richtige Zahl genannt hätte, hätte ich ihr sofort das B gegeben und wir hätten eine zweite Frage bekommen. Also ist es nicht die richtige Antwort gewesen? Vier war ja dein Tipp. Das heißt weitere, ne? Weitere, genau.
Karl Theodor zu Guttenberg. Also es geht um noch mehr als richtig. Also zusätzlich. Es ist tatsächlich bei ihm ein spezieller Fall. Seine Eltern hatten richtig Bock auf Vornamen. Ich weiß auch gar nicht, gibt es da eine gesetzliche Grenze oder kann ich meinem Kind auch, sagen wir mal, 110 Vornamen geben? Ich denke, man kann auch 110 Vornamen vergeben, ja. Das ist eigentlich eine coole Idee, oder? Vier war der Tipp. Mehr ist oder weniger? Mehr. Ihr sagt mehr. Karl Theodor zu Guttenberg heißt eigentlich Karl Theodor Maria Nikolaus Johann Jakob Philipp Franz Josef Silvester Guttenberg. Wahnsinn. Eine Runde weiter. Für euch damit. Könnte ich noch ein Bier haben? Der Mann hat tatsächlich insgesamt 10 Vornamen. Das ist schon mal ordentlich. Du hast kein Bier mehr. Nein. Möchtest du noch 2 Bier haben? Gerne. Ja, na klar, kriegst du doch. Das Gleiche bitte. Das Gleiche auch natürlich für dich. Ihr habt ja auch echt was geleistet jetzt. Und ich würde sagen, du drehst dann aber dafür auch direkt noch mal einmal am Rad. Ich mache dir das auch erst auf und dann kriegt ihr beide eure Doppelten quasi. Bitteschön. Und natürlich jeweils noch eins für Mutti. Bitteschön. Wir würden aussteigen. Ihr steigt aus. Ah, das ist natürlich sehr clever. Dann habt ihr 20 Bier gewonnen. Kann man machen, kein Problem. So sieht der Gutschein aus. Gut gespielt. Clever gespielt. Taktisch perfekt. Sehr gut. Das bedeutet, wir haben jetzt 2 Gewinner von jeweils 20 Bier. Den Christian und den Sven. Und falls es nicht noch mehr Gewinne geben sollte, was ich jetzt mal fast vermute, würde es am Ende zwischen den beiden zu einem Stechen kommen, damit wir auch dann nachher wissen, wer im Finale ist. Ach, das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Wir haben heute natürlich auch wieder ein Finale, wie bei jeder anderen Show auch. Aber es kommt nicht der Champion vom letzten Mal, der Dominik, der ist nämlich verhindert. Und da konnte auch keinen Ersatz schicken. Und deswegen wird das so laufen, dass wir heute, hatten wir auch schon ein paar Mal, der Beste wird oder die Beste wird gegen den oder die Zweitbeste, Besten spielen. Also, es wird definitiv zwei Personen nachher im Finale geben, die aus euren Bereichen kommen, also aus dem Publikumsbereich des heutigen Abends. Und es wird definitiv einen neuen Champion geben, wer auch immer das sein wird. Und jetzt würde ich sagen, nochmal Applaus für Anne Gilzer. Irgendwie ist der Rechner jetzt viel leiser, oder? Kann das sein? Habe ich da was falsch gemacht? Ja, ne? Was? Ich mache das mal nicht mit dem Buchstabieren, weil das nämlich eher so ein Spitzname ist. Und zwar haben wir es zu tun mit Dirty Dirk. Also der schmutzige Dirk kommt zu uns. Applaus für Dirk! Bitteschön, Dirk, setz dich zu uns. Wir hatten doch schon mal das Vergnügen, oder? Schon 4, 5 Mal. Eigentlich immer der Name, den ein Kumpel von uns reinschmeißt, aber seitdem er damit einmal hier oben war, war nie wieder hier und seitdem schmeißen wir den rein und seitdem bin ich immer hier oben. Das heißt, das bringt Glück, dass so der Name Dirty Dirk. Ich mach dir mal ein Bier auf von zweien. Ja. Und du sagst mir noch mal kurz Alter und Beruf. Ja, ich bin der Felix, ich bin 25 und ich bin im Rechtserwerb tätig. Im Rechtserwerb? Genau, für große Stromtrassen- und Gasleitungsprojekte. Das heißt, die wollen irgendwie eine Genehmigung für irgendwas kriegen und du kriegst die dann? Genau, also ich bin das Ende der Kette quasi, bevor gebaut wird. Es ist quasi von der Bundesregierung ausgeschrieben, wir müssen jetzt da und da eine Stromtrasse langbauen. Vor allem hier die ganzen Küstenwindparks und ähnliches, ja, müssen ja ans Stromnetz angebunden werden, was ja europaweit ist. Und da müssen eben Stromtrassen gebaut werden, da muss das Ganze geplant, genehmigt werden. Und ich bin dann der mit den einzelnen Eigentümern verhandelt, dass wir das Leitungsrecht für die Grundstücke kriegen. Das heißt, dass wir die Masten stellen dürfen und ähnliches. Und das ist sehr zeitaufwendig, ist das richtig? Das war so, du konntest genau bis dahin reden. Yes. Danke, ja, nee, also grob runtergebrochen, Projektentwicklung, Strom und Und das dauert im Schnitt sowas wie 5 Jahre? Unglaublich lang. Also ich hab jetzt angefangen, wir haben jetzt ein neues Projekt, was gebaut wird. Das soll bis 2037 fertig werden. Und Also realistisch gesehen,
Das ist ungefähr 800 Kilometer lang. Zum Vergleich, es wird zwischen Berlin und Brandenburg so eine 110 Kilometer Strecke gebaut. Die fangen jetzt an mit dem ersten Bau von 5 Kilometern und das geht seit 2005. Also seit 16 Jahren wird das geplant. Ja, das kriegen wir dann aber mit der Energiewende irgendwie nur ganz schwer hin mit dem Zeitplan, oder? Ja. Ja, ja, ein Problem. Du musst das mal ein bisschen beschleunigen. Du musst einfach mal sagen, ja komm, machen wir. Stempel drauf, zack, bumm. Ja, weiter, herzlich Akte. Willkommen in Deutschland. Ja, sehr gut. Ja, gut, wahrscheinlich ist es auch schwierig, den Leuten dann zu sagen, du darfst jetzt gar nicht mehr wohnen, weil wir wollen hier gerade mal irgendwie ein Kabel ziehen, oder? Ja, also es wird immer, also nur wenn es absolut nicht geht, werden Wohnungen und einzelne Gebiete entsiedelt. Es ist eigentlich immer die Prämisse, dass so gebaut wird, dass Landwirtschaft, vor allem Naturschutzparks und Ähnliches, nicht betroffen sind und auch, dass um die Leute drumherum gebaut wird. Also es gibt dann verschiedene Schutzmaßnahmen, mindestens 400 Meter bei bestimmten Stromleitungen. Müssen wir vielleicht jetzt nicht so ins Detail. Ist crazy, ja. Aber also es wird im seltensten Fall zum Glück jemand umgesiedelt. Okay, alles klar. Dann, wen hast du mitgebracht? Wie heißt du? Ich bin Dennis, 25 und mache was Ähnliches. Ich bin Fotograf und Filmemacher. Genau. Und was machst du beruflich? Quatsch. Das heißt, bei dir ist tatsächlich auch Film schauen dann auch eher ein gutes Thema hier bei so einem Quiz? Oder ist das so, du machst so deine eigenen Sachen, alles andere interessiert dich nicht? Ja, doch, der eine oder andere Film habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ja. Sehr gut. Man muss ja auch irgendwie gucken, was die anderen so machen, das ist ja ganz wichtig. Genau. Wir haben ja schon den Wecker gerade gehört, das bedeutet, wir machen gleich eine kurze Pause, aber ich würde natürlich erst wissen gerne, was ihr für eine Rubrik erdreht als eure allererste. Bitteschön. Einmal einen Dreh. Es wird die freie Auswahl der weißen Felder. Bitte sag doch schon mal, für welches Feld du dich entscheiden möchtest. Geografie, Klatsch und Tratsch, Tickersich und Sportmusik. Inseln. Inseln. Da kannst du dich also nochmal belesen jetzt irgendwie während einer ganz kurzen Pause über das Thema Inseln. Wir machen 10 Minuten Pause. Ihr könnt euch einen Drink holen, auf die Toilette gehen und sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Gentlemen, bitte betreten Sie wieder den Showsaal, setzen Sie sich wieder auf Ihre Plätze, denn jetzt geht's auch direkt weiter. Und natürlich hole ich auch nochmal Felix und Dennis zu mir. Kommt bitte nochmal auf die Bühne, denn natürlich soll es jetzt erst so richtig losgehen mit eurer Spielrunde. Thema Inseln ist ja auch direkt das Erste, was ihr euch rausgesucht habt. Und zu diesem Thema habe ich auch gleich mal eine interessante Frage ins Publikum. Gibt es Leute, die auf einer Insel geboren sind oder auf einer Insel aufgewachsen sind? Hier? Einmal bitte Handzeichen, wer auf einer Insel aufgewachsen ist oder da geboren ist. Nicht. Hat jemand ganz lange auf einer Insel gelebt? Auch nicht. Ja, dann war das meine Frage. Dankeschön. Wir haben uns nämlich vorhin so ein bisschen gefragt, ob es auch Inseln gibt, bei denen man sagt, man sagt ja normalerweise, ich komme von Insel. Es gibt aber auch vielleicht Inseln, wo man sagt, ich komme aus Insel. Und wir wollten gerade mal versuchen rauszukriegen, ob es verschiedene Sprechweisen dazu gibt und wenn ja, aus welchen Gründen. Aber so kriegen wir es natürlich nicht raus, wenn keiner von euch jemals auf einer Insel war. Inseln. Warst du schon auf Inseln? Ja. Auf wie vielen? Einigen. Auf einigen. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Antwort. Und ich suche mal hier rauf. Ja. Erste Frage für euch. Wir spielen um 2 Bier. Psst, ich muss mal etwas Ruhe im Publikum bitten. Apropos 2 Bier. Ja. Boah, hast du wieder Durst, ne? Ich kenne mich. Ich sitze hier nie lange oben. Ja, ja. Du sitzt. Was war bisher dein größter Gewinn? 15 Bier. Das ist doch nicht schlecht. Bei dem Serien-Special. Das wären heute 30.
Ja, ich weiß, aber mein Umschlag, den ich genommen hätte, ist weg. Also. Ja, scheiße, deine Lieblingszahl ist weg, sozusagen. Egal, wir kommen mal zu der ersten Inselfrage. Du könntest mir gerne nochmal genau den Apparat hier etwas lauter machen, Alex. Die besonders für ihre blaue Grotte bekannte Insel Capri liegt ca. 32 Kilometer Luftlinie entfernt von welcher italienischen Großstadt? Ist das A, Turin, B, Palermo, C, Neapel oder D, Florenz? Wo liegt die für ihre blaue Grotte bekannte Insel Capri? In der Nähe welcher Stadt? Also Turin ist Quatsch. Mhm. Florenz sollte es auch nicht sein. Okay. Es muss Palermo, Sizilien oder Neapel sein. Dennis, was sind deine Ideen dazu? Sag einfach ja. Ja? Ja. Ja. Es hört sich gut an. Okay. Gibt es noch weitere interessante Gedankengänge, an denen du uns teilhaben lassen möchtest? Wenige. Wenige. Weißt also, du, wo die liegen, die Inseln? In, die Städte in Italien? Na. Wenn jetzt das der Stiefel ist, ungefähr, also hier ist Rom, ein bisschen weiter unten, Neapel. Und dann müsste hier quasi links runter Palermo, Sizilien sein und hier oben drüber ist Sardinien. Also Capri müsste ja dann irgendwo zwischen den Inseln sein. Also ich kann dir insofern da hier einen Tipp geben, dass ich sage, also Capri ist natürlich nicht ansatzweise so groß wie Sardinien, ja, oder Sizilien. Na klar. Das ist eine ganz kleine Insel. So ein Tupfer nur. Aber die hat dann eine wunderschöne blaue Grotte und da fahren halt viele Leute hin. Oft aus der besagten Stadt und machen dort einen Tagesausflug dahin und dann gucken die sich die blaue Grotte an und dann fahren die wieder zurück, weil das viel zu teuer auf Capri ist, da zu übernachten oder da zu sein. Obwohl das dann gerade natürlich deswegen, sagt man zumindest, wenn dann die Boote so gegen 19 Uhr dann eben alle wieder abgelegt haben, dass es dann gerade besonders schön und still und ruhig und fantastisch auf Capri sein soll. Capri-Sonnenuntergang. Capri-Sonnenuntergang. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, falls du die Frage falsch beantworten solltest, hätte ich da einen Trostpreis. Ja, jetzt muss ich sie ja falsch beantworten. Ja, wenn du lieber Bier, Capri-Sonne als Bier trinkst. Naja, was hättest du gesagt, wenn du es jetzt einfach hättest sagen müssen? Also blaue Grotte, blaues Meer, Sardinien, die Ecke. Hä? Sizilien. Ich sag nochmal, also bisher stehen Florenz, nee, Entschuldigung, Neapel oder Palermo zur Debatte. Und Palermo wäre dann Sizilien. Hättest du jetzt Palermo gesagt oder Neapel? Keine Ahnung. Damit hilfst du uns natürlich nicht. Dann sage ich Palermo. Ja. Ja, aber du hast halt auch keine Ahnung, ne? Ja. Ja. Du, wir haben bisher null Bier. Ja, wir müssen mal zu Potte kommen. Ja, wir nehmen Neapel. Das ist richtig, Neapel ist richtig. Natürlich ist Neapel richtig. Es tut mir leid, ich hab's auch gefühlt. Aber, ja. Sehr schön. Nächster Dreh. Wir müssen hier mal, wie gesagt, ne, es wollen noch andere spielen. Teekesselchen. Das ist heute wirklich erstaunlich häufig dran, aber ist ja nicht so schlimm. Oder ihr sagt, nee, wollen wir nicht nehmen, weil... Nee. Bier oder Capri-Sonne. Richtig. Eins. Verankerungsstift für einen leichten, oft temporären Bau, dessen Hülle aus Membranen, oft Textilien besteht. Zwei. Gattung eines aquarisch lebenden Wirbeltiers mit Kiemen. Das hätte ich sogar mal gewusst. Also Verankerungsstift für einen leichten, oft temporären Bau, dessen Hülle aus Membranen, oft Textilien besteht. Und Gattung eines aquatisch lebenden Wirbeltiers mit Kiemen. Dunkel hier. Ein Verankerungsstift für einen temporären Bau. Wart ihr noch nie so mal unterwegs mit ein paar Jungs und dann habt ihr einen kleinen temporären Bau aufgebaut? Auf dem Festival oder so? Ein Hering? Ja!
Hervorragend. Ein Hering ist ein aquatisch lebendes Wirbeltier, das heißt in Wasser lebend. Und natürlich ist das auch dieser kleine Stift, den man, ja, also bitteschön. Nächster Dreh. Wir spielen um 6 Bier. Ja, 2 Runden weiter. Damit sind wir bei 8 Bier. Wir können um 10 spielen. Also, ich habe... Nicht ins Bier sprechen. Ich habe gesagt, ich wollte nur bis 3, also 6. Ja. Jetzt habe ich 4, also 8. Ja. Und die würde ich gerne mitnehmen. Und okay, dann ist das für dich gewesen. Bitte einen großen Applaus für Felix und Dennis. Haben wir ja gar nicht so oft. Davon werden, genau. Dieser Gutschein hier, das ist der für dich. Ja, die will ich jetzt aber nicht aus der Kiste nehmen, weil sonst habe ich kein kaltes Bier mehr. Hol dir die mal ruhig an der Bar, dann kommen wir da besser hin. Ich kann dir es in warm anbieten, aber das willst du nicht haben. Aber, ach, die Capri-Sonne. Nein, die ist Capri-Sonne, die geht wieder zurück. Für den Nächsten. Na, er hat es ja beantwortet, dafür hat er sein Bier gewonnen. Das bleibt im Pott für die nächsten Kandidatin oder Kandidatin. Und zwar mit einem großen Applaus für Anne Gelzer. Ganz klein gefaltet. Ja, mich fragen immer wieder so Leute, muss ich die Falttechnik irgendwie gestalten? Da gibt es keinen richtigen Tipp dafür, weil ich nehme mal kleine und mal größere Zettel. Der erste Buchstabe ist ein A. Dann kommt ein L. Dann ein E. Und dann ein X. Alex S. ist es. Alex S. wie Siegfried. Das könnte ein Mann sein oder eine Frau sein, wir wissen es nicht. Eine Frau. Applaus bitte für Alex. Bitteschön. Da ist dein Stuhl. Und du hast auch deinen Hocker natürlich. Darf ich dir 2 Bier aufmachen? Sehr gerne. Sehr gut. Alex, sag uns doch bitte im Gegenzug dazu mal, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 29 und ja? Grundschullehrerin. Grundschullehrerin. Das ist doch schön, da hat man doch ein Rundumwissen, zumindest was so Basiswissen angeht, oder? Basis. Basiswissen. Ich glaube aber, viele Leute haben das schon wieder vergessen, was man in der Grundschule lernt oder was wir gelernt haben. Mir geht es zum Beispiel oft so, wenn ich durch den Wald gehe. Früher wusste ich mal mehr über Vögel, Bäume, über Natur, Gräser, was weiß ich. Weil man das in der Grundschule gelernt hat, da musste man ja Blätter sammeln und da wusste man, was das für Bäume sind. Ja, haben meine Schüler jetzt erst gemacht, tatsächlich. Genau. Und das zum Beispiel habe ich leider vergessen. Ich muss das mal irgendwie wieder auffrischen. Bitteschön, hier kriegst du natürlich auch ein Bier und die beiden extra Biere natürlich extra hier für euch, stelle ich mal hier so unten hin. Wen hast du mitgebracht? Wie heißt du? Ich heiße Leonie, ich bin 28 und auch Grundschullehrerin. An der gleichen Schule? Nein. Nein, also reiner Zufall, dass ihr jetzt beide den gleichen Beruf habt oder habt ihr euch über die Arbeit kennengelernt? Im Studium. Genau, im Studium. Sehr schön, dann würde ich sagen, bin ich gespannt, wie es für euch läuft. Fang direkt an, dreh am Rad bitte. Und es sind gleich 2 Runden weiter, das ist doch schön. Wir hatten vorhin auch einen sehr guten Anfang, schon mal mit 2 Runden weiter. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie es dann ausgegangen ist. Aber egal, weiter geht's. Musik, das hatten wir heute mal noch nicht, also mal was Neues. Hörst du gerne Musik, Alex? Ja, doch, schon. Was denn so für Musik? Ach, eigentlich Querbeet, Rock, Pop, Indie. Da ist ja alles dabei. Auch in dieser Frage. Dragostea Dintei von Ozone ballerte im Sommer 2004 alles weg. Was der Titel bedeutet, ist ein bisschen unklar. Oft wird er auch als Nummer-Nummer-Song bezeichnet, weil im Refrain wiederholt Nummer-Nummer-Je gesungen wird. Aber um welche Sprache handelt es sich denn in diesem Lied? A. Russisch, B. Ungarisch, C. Rumänisch oder D. Tschechisch? Habt ihr eine Idee? Also ich würde auf Rumänisch gehen. Dann nehmen wir es doch, oder? Ja. Denn es ist richtig, natürlich. Rumänisch. Haben wir zufälligerweise rumänisch sprechende Menschen hier, dann könntest du mir für ein Bier oder jemand könnte für ein Bier hochrufen, was bedeutet Nummer Nummer Je? Es bedeutet, du nimmst mich nicht mit. Okay, dann halt nicht. Weiter geht's. Wir spielen um 8 Bier. Ein Burger, sehr schön, auch für dich natürlich. Das ist immer ein Applaus wert, wenn man was umsonst gewinnt. Gratis natürlich. Der ist Dankeschön. Hier. Der ist so ein bisschen, man denkt, der ist abgelaufen, ist er aber nicht. Das sind die neuen, auch sie, sehr, sehr gut, alles klar.
Ja, ist ganz professionell hier. Ja, genau. Schön mit Edding nochmal drüber gemalt über die eine Stelle. Aber der wird schon, hat schon seine Gültigkeit. Sie hat nämlich auch noch einen Gutschein. Ah, sehr gut. Da könnt ihr zu zweit gehen. Hervorragend. Also bei Big Burger Star viel Spaß und guten Appetit. Und jetzt drehen wir aber erst nochmal vielleicht ein paar Bier dazu. Denn was gibt es Schöneres zum Burger als ein Bier? Klatsch und Tratsch. Folgende Frage für euch. Der am 23. Juli 2021 verstorbene Alfred Biolek hatte viele Talente. Den meisten von uns wird er als Talkmaster, vielseitiger Entertainer und Kochbuchautor in Erinnerung bleiben. Doch war er 1951-52 auch einer der ersten deutschen Schüler, die ein Schuljahr in den USA verbrachten und besuchte danach die Unis in Freiburg, München und Wien. Welches Fach, in dem er es sogar zum Doktorgrad brachte, studierte er denn? Also, was war Alfred Biolek? A. Hat er studiert? Friesische Philologie. B. Zahnmedizin. C. Jura. Oder D. BWL? Eine nicht leichte Frage, aber Alfred Biolek, sagt euch das überhaupt was? Ja, doch, habe ich schon mal von gehört. Bios Bahnhof hat er ganz früher gemacht und dann halt immer ewig diese Talkshows, wo er immer so Gäste hatte wie zum Beispiel Blixer Bargeld, der dann mal sowas gesagt hat wie, also ich trinke niemals Wein, der weniger als 50 Euro die Flasche kostet. Super sympathischer Typ. Kannst du noch mal die Auswahlmöglichkeiten geben, bitte? Friesische Philologie, Zahnmedizin, Jura oder BWL? Was könnte Alfred Biolek nicht nur studiert haben, sondern er hat sogar seinen Doktor darin gemacht? Und? Ich würde den Joker nehmen. Und ich wollte nur gerade sagen, wollte nochmal wiederholen mit dem, dass er halt in den USA war und auch in den Unis Freiburg, München und Wien viel Zeit verbracht hat, denn dort hat er überall studiert. Leonie sagt, keine Ahnung, lieber Joker nehmen, aber es ist deine Entscheidung, Alex. Also das Erste würde ich jetzt ausschließen, weil das in Wien zu studieren macht halt allein schon mal irgendwie nicht so viel Sinn für mich. Das finde ich eine gute Idee. Dann hätten wir noch Zahn. Ja, dann nehmen wir den Joker. Ja. Okay, nehmen wir den Joker. Was hättest du genommen, Alex? BWL. Es wäre nicht richtig gewesen. Jura hat er tatsächlich studiert. Alfred Biolek war Jurist und zwar sogar mit Doktorgrad. Gut, dass du den Joker genommen hast. Wir spielen weiter. Es geht nochmal um 6 Bier. Das hatten wir gerade. Bitte nochmal. Burger. Noch ein Burger. Heute gehen richtig viele Burger raus. Jetzt könnt ihr sogar noch jemanden mitnehmen. Bitte schön. Noch mal einmal zu Big Burger Star. Ui, Biroulette. Der Joker ist weg. Ihr müsst mir also sagen, was kommt als nächstes? Orange oder weiß? Und falls ihr das jetzt irgendwie verhauen solltet, die Capri-Sonne ist natürlich auf jeden Fall euer. Und dazu gibt es noch was Krasses, nämlich... nämlich ein Quartett. Ja, das ist super, das können ein Autoquartett, Autosalon nehmen. Genau. Okay. Dann was sagst du? Weiß. Auf geht's. Ah, es war so knapp. Leider nicht. Applaus für Leonie und Alex. Die beiden Biere könnt ihr euch natürlich mitnehmen und natürlich die wunderbare Capri-Sonne und das Quartett. Danke fürs Mitspielen. Und wir klatschen gleich weiter, Ladies and Gentlemen, für Anne Gilzer. Jetzt mal so eine Faltung, ist auch mal was Neues. Erste Buchstabe ist ein F, dann kommt ein L, dann ein O, dann ein Rian. Wer aufgepasst hat, weiß, dass es Florian ist, und zwar Florian Pieper mit einem Smiley drauf. Florian, komm zu uns, Applaus bitte für Florian. So, wir müssen alles wieder aufräumen. Nimmst du da Platz? Sehr schön. Alte, bekannte Gesichter zur 200. Sendung. Ja, Florian, du warst schon ein paar Mal hier oben auf der Bühne. Wie oft? 3 oder 4 Mal. 3 oder 4 Mal. Hm. Und wann warst du das erste Mal bei Riskiert ein Bier? Das erste Mal war ein Sommerspezial. Das war also draußen. 2017, sagt Chris. Auch schon 4 Jahre her mittlerweile. Was hast du bisher gewonnen? Gab es da schon mal einen? Da bin ich ins Finale gekommen mit 15 Bier und im Stechen. Das war ein ganz knappes Stechen dann noch. Ganz knappes Stechen und das hast du dann aber verloren?
Nee, ich bin ins Finale gekommen, aber da gnadenlos gescheitert. Okay, alles Na, ich klar. wusste damals bei der ersten Sendung noch nicht, was bei dir Musikwissen heißt. Also, ah, okay, verstehe. Ja, wer von euch ins Finale kommt, Musik ist eine Todesrubrik. Ich mache die Fragen ja nicht. Also ich muss zugeben, ich habe sie lange gemacht, aber mittlerweile macht diese Fragen alle Anne und von daher, ich habe damit nichts zu tun, sage ich mal. Okay, auf jeden Fall. Okay. Sagst du mal Alter und Beruf bitte? Ich bin 34 und ich bin Makler für Finanzen. Makler für Finanzen. Das heißt, wenn jemand jetzt so gar nicht weiß, wohin mit seinem Geld, dann muss der das ja irgendwie anlegen und aufs Girokonto legen, macht keinen Sinn mehr, weil man ja keine Zinsen bekommt. Und dann kommen die alle zu dir. Genau so ist es. Das ist tatsächlich ein Riesenmarkt geworden, oder? Das hat sich in den letzten Jahren stark in die Richtung entwickelt, ja. Sehr gut. Welches ist deine Lieblingsrubrik? Klasse Sport. Ansonsten, ja, manchmal erwische ich mich skurrilerweise bei diesem ganzen Klatsch und Tratsch, ja. dass man mehr Wissen hat, als man eigentlich zugeben möchte. Das ist überhaupt nicht schlimm, kein Problem. ist manchmal so, aber sehr gut. Ja, es ist viel Zufall. Und wen hast du mitgebracht? Wie heißt du? Ich bin der Chris. Hallo Chris, du warst auch schon ein paar Mal da, schon sogar öfter, oder? Als Florian? Ja, so auch 3-4 Mal. Okay, alles klar. Und was machst du beruflich, wie alt bist du? Bin Finanz- und Versicherungsmakler und 31. Deine stärkste Rubrik auf dem Rad ist, Doppelpunkt? Ich sag A bis Z. A bis Z, sehr gut. Da kann man nicht viel falsch machen. Da würde ich sagen, bitte fang an zu drehen, denn 10 bzw. 20 Biere sind ja zu schlagen im Moment. Mehr oder weniger. Wir kommen heute tatsächlich immer wieder auf so ein bisschen die ähnlichen Rubriken, aber das ist ja nicht schlimm. Eigentlich eine ganz schöne Anfangsfrage, denn ihr könnt erstmal gucken, was die Kandidatperson im Publikum macht, was auch immer. Was habe ich denn hier? Ah, ja. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Frage. Ich gehe mal weiter nach hinten. Und spiele mit dir. Was glaubst du, was kostet zurzeit ein lustiges Taschenbuch? 1,20 Euro. 1,20 Euro? Was sagt ihr? Mehr oder weniger? Großes Entsetzen im Publikum über diese Antwort. Mehr. Ihr sagt natürlich mehr. 1,20 Euro, das war 1961 das letzte Mal so. Die Dinger kosten mittlerweile 6,99 Euro. Das sind 14 Mark, Leute. Aber, mein Gott. Damit seid ihr auf jeden Fall die Runde weiter. Wir spielen um 4 Bier. Film und TV. Das finde ich gut. Ich glaube, das hatten wir heute bisher auf jeden Fall ganz, ganz selten erst. Und eure Frage ist so. Wer kennt sich am ehesten mit... Das ist ja schon wieder die falsche... Ich sage dir, das ist falsch eingeordnet. So. Ach, deswegen, wegen dem hier ist das immer falsch. Ah ja, okay, das ist, ist irgendwie... Jetzt geht's los. Welche Geschwindigkeit erreichten die Mofas von Lars Eidinger und Bjarne Mädel, die in einem danach benannten Film von 2018 Brüder verkörpern, die sich nach dem Tod ihres Vaters auf einen Mofa-Roadtrip quer durch Deutschland begeben? A. Ich frage nochmal, bitte Ruhe im Publikum. Welche Geschwindigkeit erreichen diese beiden Mofas? A, 15 km/h, B, 25 km/h, C, 35 km/h oder D, 45 km/h? Ruhig ins Mikrofon. Man hat ja diesen Film irgendwie vor Augen, wo die vor dem Schild von Hannover sind. Ich kenne auch so eine Side-Story, wie Bundesländer noch für Filme bezahlen und wo das alles so ein bisschen war. Noch habe ich diese Zahl eben nicht im Kopf. Hm. Es war relativ viel, dachte ich, deswegen schwanken wir zwischen 35 und 45. Kann aber es sind Mofas. Naja, es ist ein Film. Mofas. Hm. Aber ist das denn, ich kenne den Film nämlich nicht, ist das sozusagen, haben die daran rumgebastelt? Wir kennen den Film beide nicht, ja. Also alle. Kannst du das sagen, ob die daran rumgebastelt haben, an den Mofas? Also haben die irgendwie manipuliert? Das würde ich jetzt nicht sagen, also wollen und vielleicht auch nicht können. Okay. Mofa fährt doch mehr als 45. Ich habe da eine andere Info, aber ich weiß auch nicht, was du für ein Mofa hältst. Das ist Wort Mofa ist ja nicht das Wort Motorrad. Ja, ist klar. Ja. Der Joker ist ja auch noch da. Du kannst das ruhig ins Mikrofon sagen, Chris. Muss ich jetzt gar nicht genieren. Naja, aber so von deiner Definition her war es ja Fahrrad mit Motorrad oder Motorrad. Im Grunde so, ja. Ja, genau. Aber das
war ja schon irgendwie, wenn es ein Film ist, kann es ja alles sein. Das ist ja das noch, was kann's ich... Eigentlich aber selbst ein E-Bike fährt ja mehr als 20. Das glaube ich nicht. Aber wenn das Publikum so raunt, dann vielleicht das B am ehesten. Willst du es nehmen oder willst du hier Joker ziehen? Ach, so früh will man eigentlich den Joker nicht nehmen. Nee, ja, aber so eigentlich. Früh will man auch nicht wieder einfach auf seinen Platz gehen. Ach, dann nehmen wir den Joker, damit wir noch ein bisschen hier sitzen. Ja. Okay. Vielleicht trinken wir noch ein Bier. Dann nehmen wir mal den Joker und gehen wieder auf null. Tatsächlich wäre es 25 gewesen. Das war auch ein bisschen der Grund, warum ich mich über die Frage so ganz kleines bisschen gewundert habe, weil ich glaube, Mofas fahren immer 25, oder? Ist das richtig? Film. Ja, Mofas fahren generell 25, deswegen durfte man die, ich komme ja vom Dorf, und man durfte halt, es war ja wichtig, mobil zu sein, ein Mofa schon mit 15 fahren. Eine 80er durftest du erst mit 16 fahren und die fuhren auch schon 80. Aber so ein kleines Mofa, das war halt so, das durfte man praktisch noch als Kind lenken. Und ich glaube übrigens nicht, dass du mit dem E-Bike 25 km/h fährst, oder? Na klar. Fährst du die? Wie schnell fahren die? Na, ich bin noch 25 und dann sind sie abgeriegelt. Dann sind sie abgeriegelt. Ja, und mit der Simson bin ich schon mit 10 gefahren. Ja. Die fährt schneller. Die fährt schneller, genau. Das ist ja praktisch wie ein 50er. Die hat 50 Kubik. Genau, das ist, die hat 50 Kubik. Ja, ja. Aber darf ich denn ein E-Bike dann überhaupt als Minderjähriger fahren, wenn die 25 fahren? Immer. Darf ich mit 5 Jahren ein E-Bike fahren? Mit 25? Also, wenn du das halten kannst, mach doch. Krass. Okay. Alles klar. Sehr schön. Das spielt zum Glück keine Rolle mehr. Bestes Timing, ja. Ja, bester so. Zeitpunkt, bester Zeitpunkt, genau. Musst du nicht den Rahmen in den Keller legen, gar nicht, unter Null machen wir nicht. Die Inseln sind nochmal am Start. Komm, mach nochmal dieses großartige Jingle, was so inselartig ist, wie ich kaum mal das gehört habe in meinem Leben. Wechselrubrik Inseln. Psst. Ein echter Inselkenner ist Odysseus. Irrte er doch auf seiner schwierigen Heimreise vom Trojanischen Krieg jahrelang zwischen etlichen Eilanden herum. Aber auf welcher Insel war er eigentlich König? A. Ithaka, B. Korfu, C. Lesbos oder D. Mallorca? Das auf welcher Insel war... Es gibt Könige auf all diesen Inseln. Bitte nochmal die ersten drei. Ja, Ithaka, Korfu und Lesbos. Odysseus irrte auf seiner schwierigen Heimreise. Das Lustige ist ja, als heute die Wechselrubrik Inseln kam, sagte ich mal schön lautstark wieder Mallorca einfach pauschal. Das würde ich jetzt nicht nehmen. Nee. Das schließe ich schon mal aus. Schwierig. Odysseus auf jeden Fall zu seiner Heimreise vom Trojanischen Krieg von Insel zu Insel und Ithaka, Korfu oder Lesbos sind hier die Auswahlmöglichkeiten, die ihr nehmen wollt. Ich würde Florian Korfu vorschlagen. Du würdest Korfu vorschlagen. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Hups! Sag mal, Alex, seitdem der Computer rumgesponnen hat, machst du aber hier lustige Sachen mit uns. Sind wir jetzt alle wieder wach, hä? Sehr schön. Da weg, machen wir doch das hier. So, ganz langsam wollen wir wieder wach werden und in Schwung kommen. Waren wir jetzt ja schon. Ich bin so mittelbegeistert von deiner Antwort. Was möchtest du denn dazu sagen? Da wollte ich mal Lesbos in den Raum schmeißen. Aha. Ja, das ist ja auch keine Radrunde hier, ne? Eigentlich, genau. Wenn man ehrlich genau. ist. Dann nehmen wir C jetzt einfach. Ihr nehmt C, Lesbos, reicht. Und das ist leider falsch. Ithaka wäre es gewesen. Oh, da verdammt. Dafür kriegt ihr aber was von mir. Also, so. Über diese Runde würde ich mal sagen, Schwamm drüber einmal, ne? Und noch eine Bridget Jones DVD. Komm, das ganze Paket. Heute lassen wir die Lumpen. Es tut mir leid, hat nicht ganz gereicht. Einmal Applaus bitte für Anne Gilzer. Wir ziehen noch einen Kandidaten. Anne, du hast aber auch schwierige Fragen heute, du. So, Kevin J. Kevin, bist du da? Da ist er. Applaus für Kevin. Du siehst irgendwie so ein bisschen unmotiviert aus gerade. Nimm dir mal das Mikrofon ruhig. Ja, weil ich gerade so ein bisschen dachte, na, hast du überhaupt Bock zu spielen? Kevin, wie geht's dir? Ganz gut, ja. Hast du auch Lust zu spielen? Ja, doch. Ja, doch. Möchtest du ein Bier haben? Ja. Dann kriegst du natürlich auch zwei von mir. Sag mir mal bitte, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 30 und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Pharmaindustrie. In der Pharmaindustrie, das heißt wahrscheinlich auch dann so bei so Themen wie Chemie, Biologie, bist ein bisschen gut zumindest? Ich war der vorhin gefragt hat, welcher Name.
Welcher Name mit dem Element? Genau. Hast du rausbekommen, welche Nummer deins hatte, was du gerufen hast? War das da eins davor oder zwei? Ja, das war eins davor und es wäre Unonenium gewesen. Okay, und das wäre die 117 gewesen? Also dann. Unonenium dann die 118, ja genau. Und Unonoctium die 117, glaube ich. Aber wir hatten doch die 118. Dann muss es ja... Ja, ja, ne, es gibt in der Chemie immer zwei verschiedene Namen. Ach so. Wenn das Element entdeckt wird, gibt es so einen systematischen Namen. Ja. Und dann später wird es nach irgendjemandem benannt. Ah, okay. Oder nach irgendwas. Nach Herrn Blei zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Oder Herr Wasserstoff, weil wir das nicht nach Ihnen benennen, das Erste, was wir überhaupt gefunden haben. Ja, okay, machen wir. Sehr schön. Wen hast du mitgebracht? Wie heißt du? Ich bin Anne, ich bin 30 und arbeite im Qualitätsmanagement hier in der Forschungseinrichtung. In welchem Fach? Gebiet, Qualitätsmanagement? Naja, also es gibt ja so Normen, nachdem die Firmen zertifiziert sind. Ja. Und die Forschungseinrichtung ist auch danach zertifiziert. Alles klar, also da geht es also praktisch um so einen Standard, der erforscht wird, sagen wir mal. Ja. Ja, jetzt wissen wir alle ganz genau, was du beruflich machst. Ich würde sagen, wir spielen direkt, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich stelle gar nicht mehr viel Fragen. Komm, dreh am Rad, der Rest ergibt sich von alleine. Willst du auch ein Bier haben? Genau. Das zweite natürlich auch noch für dich. Erste Rubrik ist tatsächlich schon wieder die Schätzfrage. Es lief bisher so mittel beim Schätzen, finde ich, so beim Publikum. Mal gucken, wie das hier diesmal kommt. Ah, das finde ich eine ganz schöne Frage. Du weißt es? Wo? Wer hat das gesagt? Du weißt es. Ja, aber du bist zu weit weg, da komme ich nicht hin. Ich frage mal jemanden, der so das gar nicht weiß, vielleicht. Ich frage dich, in welchem Jahr erschien das erste Spiel der erfolgreichen Videospielserie FIFA, damals noch unter dem Namen FIFA International Soccer. Also es gibt ein Videospiel, das heißt FIFA, da geht es um Fußball. Wann erschien das zum ersten Mal, in welchem Jahr? 68. 1968. Die Schätzung ist spannend. 1968, sagt die Kandidatin, kam zum ersten Mal FIFA auf den Markt. Sagt ihr mehr oder weniger? Definitiv später, ist 97, glaube ich. Oder noch eher, ein bisschen. Noch eher, auf jeden Fall später. Das ist generell erstmal richtig. 1968 ist ein bisschen früh, es war 1993. 1993, da gab es tatsächlich schon FIFA. 1968 gab es überhaupt schon Computer für zu Hause? Ich glaube eher weniger, oder? Das waren doch noch so riesige so Wohnzimmerschränke mit Elektronik, die dann so eine halbe Stunde gebraucht haben, um so eine Kopfrechenaufgabe oder so zu lösen. Das ist gut. Ihr seid eine Runde weiter. Wir können um zwei bis heute vier Bier spielen. Und das ist die Rubrik A bis Z. Okay, dann gib sie mir. Nimm diese hier. Was bedeutet, es ist hier so dunkel, verdammt, wie kriege ich das anders hin? Wir müssen dann das nächste Mal eine Lampe bauen hier. Was bedeutet der aus dem Altgriechisch stammende Begriff Akropolis? Heißt das A, Altstadt, B, Stadtkern, C, schöne Stadt oder D, Oberstadt? Was heißt Akropolis eigentlich? Ich wiederhole. A, Altstadt, B, Stadtkern, C, schöne Stadt oder D, Oberstadt? Na, ich glaube, bei Polis immer schon. Polis ist Stadt. Also, das Gebäude selber steht ja auf einem ziemlich hohen Berg. In Athen. Das ist richtig. Also, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass früher dann komplett der Stadtkern da war. Mhm. Aber ist, also ich weiß nicht, Akro. Na, Oberstadt glaube ich fast nicht. Auch wenn es weit oben war. Aber, was spricht dagegen? Was dagegen spricht? Ja. Was war es noch schöne? Was waren die Möglichkeiten noch schöne Stadt? Schöne Stadt, Stadtkern, Altstadt, Oberstadt. Also ich habe die falsche Reihenfolge jetzt gesagt, ja. Aber schöne Stadt gab es auch. Ich denke, Altstadt können wir ausschließen. Das ist, sollte schon mal raus sein. Schöne Stadt, wenn ich so ausschließe, bleibt tatsächlich weiß, eher Oberstadt übrig. Ich weiß nicht, Aphrodite ist ja die Göttin der Schönen. Wenn das ist nicht der gleiche
Wort stammt. Vielleicht passt es dann nicht, dann würde ich Schöne ausschließen danach. Ich hätte lieber Latein nehmen sollen, nicht Russisch damals in der Schule, ja, wahrscheinlich. Französisch auch kennen. Das hätte dir nicht viel genützt, weil das ja hier aus dem Altgriechischen ist. Ja, das stimmt. Aber ich würde eher dann zu Oberstadt tendieren. Ja, auch mein Arbeit. Zock mal. Na, dann nehmen wir Oberstadt, glaube ich. Ihr nehmt Oberstadt. Das ist richtig. Oberstadt stimmt. Sehr gut. Ich gebe dir recht, Altstadt macht keinen Sinn. Da oben ist auch nicht unbedingt der Stadtkern. Schöne Stadt, weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob das so der entscheidende Punkt gewesen wäre. Aber Oberstadt macht da in jedem Fall Sinn. Also, 2 Bier, beziehungsweise 4 Bier für euch und wir können um 6 spielen. Wenn du denn nochmal richtig beantwortest. Publikumsjoker Deluxe. Das ist eigentlich sehr hübsch, weil das hatten wir noch gar nicht am heutigen Tag. Oder doch, einmal hatten wir es schon. 2-mal? Oh Gott. Stimmt, einmal die Frage, wie viele Leute schon in der Bibliothek waren. Und das ist hier die Frage, die ich gleich stellen werde. Und ihr müsstet mir bitte jetzt kurz sagen, ob es irgendjemanden gibt, irgendeine Person hier im Publikum, die das richtig beantworten kann. Es geht um aktuell, ja? Ja. Genau. Es geht um aktuell. Das ist hier vielleicht ein bisschen... Ich habe dich jetzt auch wieder angemacht. Ich glaube fast, wenn kein Fan da ist, weiß es niemand. Ich würde zu Nein tendieren. Du würdest zu Nein tendieren. Du sagst auch Nein? Nehmt ihr Nein? Ja, wir nehmen Nein. Ihnen sagt, es weiß keiner. Wo befinden sich aktuell der Doppeldeckerbus und das Hausboot der Kelly Family, in denen die Familie zu ihrer Hochzeit in den 90er Jahren lebte? Es geht nicht um eine Stadt. Damit gebe ich das hier auf. Das ist richtig. Technikmuseum Speyer. Woher weißt du das? Ich war da vor 2 Jahren erst. Und das stand da auch schon vor 2 Jahren? Ja, das Hausboot steht da rum. Warum hast du so lange gebraucht, um es reinzurufen? Weil ich mir nicht sicher war. Dann war es aber sehr laut. Also absolut korrekt. Du kriegst natürlich deine 2 Bier. Und dann hast du die beiden rausgekegelt an der Stelle. Tut mir ja leid, aber so ist das Spiel. Das Technikmuseum Speyer. Da stehen diese Objekte quasi. Hier, bitteschön, das ist für euch. Ja, es war knapp, aber ihr kriegt natürlich trotzdem noch einen kleinen Trostpreis von mir, denn ohne irgendwas sollt ihr jetzt auch nicht von der Bühne gehen. Und zwar habe ich für euch, das ist wirklich der absolute Hammer, einmal einen Petspender als Harry Potter und natürlich für dich Pommes frites Gewürzsalz. Applaus für Anne Gilzer und eine nächste Spielrunde. Bisschen Zeit haben wir noch, jetzt müssen wir aber flott sein, wenn wir die 20 Bier noch irgendwie schlagen wollen. Henrik Nehrens mit einer Fankurve, sehr schön. Henrik, nimm Platz bitte, nimm dir dieses Mikrofon. Bitte schön. Henrik, wie alt bist du, was machst du beruflich? Ich bin 18 Jahre alt, komme aus dem schönen Hannover und mache gerade mein Abitur. Du machst gerade dein Abitur hier in Leipzig? Nein, wir sind auf Kursfahrt, da ist meine tolle Klasse, mein toller Kurs. Sehr schön. Und Leipzig ist auch toll. Leipzig ist eine schöne Stadt und vor allen Dingen auch eine Partnerstadt von Hannover, wie du vielleicht weißt. Ja. Sehr schön, aus welchem Stadtteil in Hannover bist du? Ach ja, Sie kommen ja auch aus Hannover. Ja, das ist richtig, wir können uns duzen. Ich komme aus Döhren. Aus Döhren. Ich habe tatsächlich 10 Jahre in Hannover gewohnt, von daher kenne ich mich auch so einigermaßen aus. Und das ist alles deine Klasse hier. Ihr seid sozusagen auf Abiturfahrt. Ja, sehr gut. Kannst ruhig mal trinken. Das Bier schmeckt besser als Herrenhäuser. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen machen wir jetzt auch flott weiter. Wir machen das jetzt kurz flott weiter. Genau. Wie heißt du? Ich bin Malte. Malte, und du machst das Gleiche, bist auch abiturmäßig unterwegs und so. Alter? Ja, genau. 18. 18 auch. Wir fangen sofort an. Bitte dreh am Rad, denn wir haben ungefähr 7 Minuten. Dann schaffen ist es vorbei. Schaffen wir. Und bis dahin müsstet ihr, wenn ihr ins Finale wollt, möglichst weit kommen. Musik ist eure erste Rubrik gleich. Erste Frage. Wie heißt das 2006 erschienene 4. Studioalbum der Sportfreunde Stiller? Heißt das A, You Have to Win Zweikampf, B, You Have to Keep Kasten sauber, C, You Have to Make Schwalbe
Oder D, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Also das ist ja eine Sportband. Ja. Deswegen sind auch alle vier Auswahlmöglichkeiten so ein bisschen auf Sport. You have to win Zweikampf. You have to keep Kasten sauber. You have to make Schwalbe. Oder Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Könnt ihr was ausschließen? Also wir waren da 4 Jahre alt. Ja. Wir nehmen den Joker. Nehmt direkt den Joker. Wollen wir uns nicht rantasten? Vielleicht also, können wir was ausschließen. Was kann es nicht sein? Noch einmal die Antwortmöglichkeiten bitte. Ja. You have to win Zweikampf. You have to keep Kasten sauber. You have to make Schwalbe. Oder Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Was kommt euch nicht plausibel vor? Wie kann eine Platte nicht heißen? Ich würde das erste ausschließen. Das erste würdest du ausschließen? Lass uns den Joker nehmen. Ja. Wir nehmen den Joker. Es wäre gewesen A. Es wäre nicht besser geworden. Weiter geht's, komm. Oh Mann, ey. Inseln, sehr schön. Ja, haben wir noch dieses fantastische Jingle? Das ist so großartig, ich möchte es nochmal hören. Ich mach's nochmal an. Ja, toll. Abgeschnitten ist es noch besser. Wann brach der isländische Vulkan Eyjafjallajökull aus, wodurch der Flugverkehr über Europa und Nordamerika wochenlang gestört wurde? War das A 2010, B 2013, C 2016 oder D 2019? Und jetzt sag nicht wieder, ich war minderjährig damals. Das warst du nämlich immer bei jeder Frage. A und B nochmal bitte. Ja, 2010 oder 2013? Eins von beiden. Wir haben keinen Joker mehr. Eins von den beiden. Das ist eine heiße Spur. Das ist schon mal ganz klar. Es ist praktisch eine 50-50-Chance. Was hättest du gesagt, Malte? Also 2010 ist eine schöne Zahl. Ist eine sehr schöne Zahl, ja. Eine ja, sehr schöne Zahl. Die nehmen wir mal. Ja, die ist auch richtig, natürlich. 2010. Weiter drehen. Geografie. Das ist so ähnlich wie das, was wir gerade hatten. Nur ist nicht unbedingt raus, ob es eine Insel ist. Wie viele deutsche Bundesländer haben eine Grenze zu Frankreich? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Jetzt kann man sich so innerlich sozusagen vorstellen und aufzählen. Wie viele Bundesländer haben eine Grenze zu Frankreich? Und bitte ins Mikrofon, dann kann ich euch helfen. Baden-Württemberg, Saarland. NRW möglicherweise. Ja. Nee, ist es Belgien dann schon? Oder Niederlande? Antwortmöglichkeiten bitte nochmal. 1, 2, 3 oder 4. Hilft euch da nicht so richtig viel? Nö, irgendwie nicht. Ich finde, der Anfang, das war schon mal ganz gut, was du so gesagt hast. Okay. Wir nehmen 3. Wir nehmen 3 und das ist richtig. 3 stimmt. Oh. Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Niedersachsen nicht mehr. Oh ja, wir wollten das Angebot sowieso Jawohl, haben. Jawohl, das Angebot. So, jetzt konzentriert euch. Es gibt noch die 3, die 4, die 5, die 6 und die 8. Und ihr könnt jetzt mit dem richtigen Umschlag direkt ins Finale kommen. Ihr könnt besser sein als alle anderen. Das ist das Schöne an dieser Stelle. Wir würden gerne die Entscheidung unserem qualifizierten Lehrer überlassen. Ja, natürlich. Der Herr Lehrer. Wir können es auch so machen. Wir duzen uns einfach mal. Du ziehst einfach von dort aus einfach eine, ohne dass du die Nummern siehst. Fair. Das ist fair. Genau. So. Die 6, mach mal auf und guck mal rein, was drin ist. Ein Trommelwirbel, bitte. 20 Bier. Hey! 20 Bier, Ladies and Gentlemen. Damit habt ihr 40-4 gewonnen. 40-4. Bam! Und schlechte Nachrichten für alle, die schon gewonnen haben. Ihr seid raus. Erst drin. Stimmt. Aber ihr seid jetzt wieder drin, weil ihr müsst nämlich gegen ihn antreten. Weil wir brauchen ja heute 2 Gewinner. Es gibt ja keinen Champion, habe ich vorhin gesagt, der seinen Titel wiederholen kann. Das heißt, wir brauchen jetzt ein kleines Stechen. Das machen wir aber erst, wenn wir... Du bleibst erstmal hier, weil du bist auf jeden Fall im Finale. Du kannst schon mal runtergehen und dich erholen von allem. Du kannst ja die beiden Bier da schon mal mitnehmen, wenn das möglich ist. Und vielen Dank Malte erstmal. Genau, Applaus für Malte. Also
Und wir wollen ja natürlich noch, wie immer an dieser Stelle in der Show, zwei Sachen machen, nämlich das restliche Bier aus der Kiste noch loswerden an euch. Also es gibt noch einmal ein 4-Bier-Gewinn und natürlich diese wunderbare Flasche Rhabarber-Likör aus Konnewitz nochmal an euch auch noch verspielen, verquissen. Und das machen wir wie immer mit einem wunderbaren, ja. Für das Bier möchte ich bitte die richtige Antwort auf folgende Frage von euch hören. Ich lese die Frage erst zu Ende vor und dann könnt ihr reinrufen. Wie heißt der Goldfisch in der Serie American Dad, dessen Gehirn von der CIA mit dem eines ostdeutschen Skispringers vertauscht wurde? Da war es er. Du hast es zu früh gesagt, da war es er. Klaus ist richtig. Dafür kriegst du hier die 4 Bier. Kommst du mal vor und holst dir die ab, bitte. Ich könnte dir die auch mal etwas entgegenbringen. Aber du musst auf jeden Fall viele Hände haben jetzt. 1, 2, 3 und die beiden weiteren. Sehr schön. Und jetzt kommt die zweite Frage für die wunderbare Flasche Rhabarber-Likör aus der Konnewitzer Likörfabrik. Erst die Frage zu Ende anhören. Wie heißt das sich auf dem Markusplatz in Venedig gelegene berühmte Café, das seine Pforten am 29. Dezember 1720 öffnete und als das älteste Kaffeehaus Italiens und eines der ältesten der Welt gilt? Schon hier vorne, oder? War schon schneller, ne? Würde ich auch sagen. Nee, das war schon schneller hier vorne. Also, du warst schneller. Herzlichen Glückwunsch. Bitteschön, Kaffee Florian. Prego, prego. So, und jetzt kommen wir zum finalen Ausscheid des zweiten Finalisten sozusagen. Entschuldigung? Und, ja? Wenn man ausgetrunken hat, gibt es ein neues? Ja, oder? Da gibt es sofort ein neues von mir, natürlich. Achso, das da wird hin, das ist das Spielbier. Sagst du uns bitte nochmal, welche beiden Personen sind jetzt im Finale mit wie viel jeweils gewonnenem Bier? Also Christian und Sven haben beide 20 Bier. Da hätte ich gerne mal Christian und Sven hier auf der Bühne und wir machen jetzt das Stechen darum, wer gegen den Henrik spielt. Seid ihr da? Applaus nochmal für die beiden. Bitteschön. Eins reicht. So, einer bitte hier mal zu der reizenden Assistentin, genau das machst du am besten gleich und du bleibst erstmal hier bei mir. Und ich werde euch jetzt eine wunderbare Schätzfrage stellen, muss ein bisschen unauffällig genau machen jetzt. Und zwar ist das so, wenn ich das mal hier durchgucken kann, ihr kriegt jetzt von meiner Assistentin 2 Zettel. Und da werdet ihr auch 2 Stifte dazu kriegen, ich gebe dir schon mal einen in die Hand. Und ihr schreibt bitte dann gleich die Zahl, die ihr schätzt, auf diesen Zettel. Wir werden danach halt eure Zettel aufklappen und gucken, was da drin steht. Und dann wird es einen von euch beiden geben, der näher an dem richtigen Ergebnis ist als der andere. Und die Person wird dann im Finale gegen Henrik spielen. So. Und ich möchte von euch wissen, wie viele Pakete bekommt jeder Einwohner Deutschlands durchschnittlich im Jahr? Wie viele Pakete kriegen die Leute heutzutage, sag ich einfach mal, durchschnittlich im Jahr, pro Einwohner pro Jahr in Deutschland. Ja, und nicht ins Publikum, du musst es schon alleine hinkriegen. Los geht's. Ich hätte gerne eure Zahlen. Du bist schon fertig, dankeschön. Christian ist fertig, Sven ist jetzt auch fertig. Bist du schon wieder abgestürzt? Sehr schön. Ich gucke erstmal, was die beiden geschrieben haben. Sven sagt 60, Christian sagt 75. Sind beides relativ hohe Zahlen, muss man mal sagen. Jeder Einwohner Deutschlands bekommt durchschnittlich im Jahr 44 Pakete. Und damit ist Sven im Finale. Danke, Christian, fürs Mitspielen. Du nimmst bitte mal da Platz, genau, auf dem zweiten Stuhl. Und zwar ist es folgendermaßen, alle 8,3 Tage kommt also ein Paket bei jedem von uns an. Damit sind auch Rentner und Säuglinge. Rentner jetzt erstmal ist egal, aber da sind auch Menschen, die halt sehr, sehr, sehr alt sind und sehr, sehr, sehr jung sind damit gemeint. Und von daher ist das eigentlich schon eine relativ hohe Zahl.
Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht jetzt um Folgendes. Wir haben hier den Herausforderer und den sozusagen, ich weiß auch gar nicht, wie ich es nennen soll, den Besten des heutigen Abends und einen, der ihn herausfordern möchte. Weil noch ist es ja kein Champion, kein Alter und kein Neuer. Die beiden kriegen jetzt von mir Spielbier. Eine halbe Kiste jeweils. 12 Bier, die ihr verzocken könnt oder auch vermehren könnt. Natürlich ist das eigentlich eine ganze Kiste. Ich habe jetzt hier so eine halbe hingestellt, aber wir verdoppeln ja heute alles. Also kriegt ihr jeder eine Kiste Bier zum Verzocken. Was ihr tun müsst, ist jetzt gleich zu setzen, wie viel Bier ihr denkt, dass ihr gewinnen könnt oder wie gut eure Fragen beantwortet werden können. Oder, und bevor wir das ermitteln, sagst du mir bitte mal, Henrik, was sind deine drei Lieblingsrubriken, in denen ich dich gleich abfragen werde, von den weißen Rubriken ohne Teekesselchen? Also Sport, Musik, Politik und Geschichte, A bis Z, Film und TV, Literatur, Inseln, Geografie, Klatsch und Tratsch. Du fängst mit einer an und dann machst du bitte mit einer weiter, Sven. Deine Lieblingsrubrik. Lieblings oder wo ich meine am besten zu sein? Wo du meinst am besten zu sein. Politik und Geschichte. Das ist deine erste Rubrik. Die ist weg. Was nimmst du? Sport. Sport. Jetzt bist du wieder dran. Wollte ich auch nehmen. Geht das noch? Nein, die ist jetzt okay. Damit auch weg. Edge. Inseln bitte. Dann Inseln, jetzt bist du wieder dran. Film und TV. Film und TV. Und Geografie. Ja, die letzte Rubrik ist Geografie. Und du hast noch eine? Teekesselchen. Teekesselchen. Das geht ausnahmsweise nicht. Das ist die einzige Weiße, die hier nicht geht. Weil die eine Zeitbegrenzung hat und weil ich dich im Finale nicht unter Zeitdruck setzen möchte an der Stelle. Klatsch und Tratsch. Klatsch und Tratsch, sehr gut. Damit haben wir, ja genau. Also, Henrik hatte jetzt Politik und Geschichte, Inseln und Klatsch und Tratsch? Nein, die ersten beiden waren korrekt, dann noch Geografie. Ach so, Geografie. Das heißt, es bleibt dann noch über für Sven. Und dann hatte Sven Sport, Film und TV und Klatsch und Tratsch? Ja. Das ist korrekt. Sehr gut. Dann haben wir zwei verschiedene Themengebiete, sag ich mal. Ihr bleibt erstmal beide hier sitzen. Und ich fange aber mit dem Herausforderer an. Das muss man sozusagen korrekt machen, weil das ja normalerweise einen gesetzten Champion gibt. Den gibt es heute nicht, aber du hast mehr Bier gewonnen als Sven. Und deswegen fange ich mit dir als Herausforderer an. Genau. Aber bevor wir das machen, ist dein Bier schon wieder alle? Noch nicht, nein. Ganz kurze Frage. Ja. Ich habe noch gar keins. Du hast noch gar keins. Das ist ja katastrophal. Das ist ja katastrophal, wie ich heute drauf bin. Aber Henrik, du kannst deine Frage gerne gleich stellen. Vielleicht kann ich noch ganz kurz erzählen, was jetzt erstmal mit dem Setzen passiert von dem Bier. Und zwar, ihr kriegt jeder 24 Bier von mir. Ihr habt folgende Aufgabe. Ihr müsst mindestens zwei von den drei Fragen richtig beantworten. Eure drei Rubriken sind ja jeweils klar. Also eure Aufgabe ist es, zwei mindestens zu beantworten. Drei ist auch schön, aber überflüssig. Zwei müssen es sein. Wenn ihr es schaffen solltet, wird das, was ihr gleich setzt von den 24 Bier, noch oben drauf addiert. Das heißt, ihr könnt im Zweifelsfall noch 48 Bier jetzt zusätzlich mit nach Hause nehmen, wenn ihr alles setzen solltet. Wenn ihr es aber nur schafft, eine Frage oder gar keine Frage zu beantworten, wird euch die gleiche Zahl, die ihr gesetzt habt, abgezogen von der Kiste. Das würde bedeuten, wenn ich 24 Bier setze, habe ich dann 0. Wenn ich aber nur 4 setze, habe ich immer noch 20 in der Kiste. Champion und das Bier mit nach Hause nehmen darf nur, wer am Ende mehr in der Kiste hat als der andere. Also die Person ist dann Champion und darf auch das Bier wirklich mitnehmen. Die zuvor erspielten Bier sind egal. Die sind egal. Ihr kriegt jetzt nur mein Bier sozusagen, was ich euch noch als Spielbier zusätzlich hinstelle. Soweit klar? Okay. Hast du noch eine Frage? Okay, das passt. Dann setzt ihr jetzt bitte mal und bitte so, dass es der andere nicht sieht. Henrik, du kriegst doch gleich einen Stift von mir. Ja, du kannst doch nochmal da auf die Ecke kommen. Vielleicht ist es sowieso ganz cool. Sven, du setzt hier jetzt gleich mal, du kriegst von mir einen Stift. Und dann setzt ihr eine Zahl zwischen 0 und 24, die kommt jetzt auf den Zettel. Das ist das, was ihr setzt. Nicht verraten vorher, bitte nicht vorher verraten. Bitte nicht vorher verraten. Sonst hat ja Henrik dann echt einen großen Vorteil, beziehungsweise dann hat Sven einen großen Vorteil, weil er ja schon weiß, was du setzt und er weiß doch genau, wie er dann taktieren muss. Also in anderen Worten, jetzt hast du eine Zahl draufgeschrieben, klappt das bitte zusammen, sodass wir das nicht sehen können, ich das nicht sehen kann. Genau, und dann nimmst du bitte noch mal kurz Platz. Nein, du nimmst nicht da Platz, du nimmst hier drüben Platz bitte, Henrik. Du kriegst den genau, falte zusammen, hier ist dein Zettel. Und du, Henrik, leg mal das Mikrofon hin und setz dich bitte einmal hier rüber, weil wir fangen mit dem Herausforderer an und du kannst dich mal ganz kurz entspannen dein Bierchen trinken. Henrik, Sven kommt jetzt dorthin bitte und jetzt fange ich mit dir an. Ich stelle erstmal alle...
Sport, Klatsch und Ratsch und Film und TV, ne? Film und TV. Richtig. Die Reihenfolge ist egal, weil ich dir erstmal alle Fragen hintereinander weg vorlese und dann kannst du in Ruhe antworten. Zeitbegrenzung gibt es nicht. Auswahl gibt es aber auch nicht, denn es ist die Masterrunde. Los geht's. Der Rechner. Das ist das Falsche auf jeden Fall. Mich macht der Rechner so ein bisschen verrückt gerade, weil das halt... Das kommt von dir. Das war's. Sehr gut. Jetzt haben wir's. Dann kannst du bitte das wieder anmachen, weil dann haben wir die schöne Hintergrundmusik. Das war gar nicht der Rechner. Lustig. Nein. Jetzt geht's aber los. Jetzt muss ich nochmal fragen. Politik und Geschichte? Nein. Die anderen? Oh, ich bin so aufgeregt. Nee, hier sind sie nicht. Ja, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Nee, ich habe sie schon hier reingelegt. Jetzt geht's los. Sorry. Also, Masterfrage Sport, ich lese erstmal vor. Zum wievielten Mal wurde in diesem Jahr die Tour de France ausgetragen? Masterfrage Film und TV. Wer spielt die Gleichstellungsbeauftragte Frau Jordan in der Comedy-Serie Frau Jordan stellt gleich, einer Produktion von Join und ProSieben, deren dritte Staffel im Herbst 21 starten soll? Und Masterfrage Klatsch und Tratsch. Wessen Kinder heißen, absteigend nach dem Alter sortiert, Noah, Elias, Anna und Amadeus? Welche Frage möchtest du zuerst beantworten? Bitte bleib mit den Augen bei mir, weil ich möchte nicht, dass du irgendwelche Hinweise oder Tipps aus dem Publikum bekommst. Bei der Tour de France habe ich gerade von meiner Assistentin noch den Zusatz bekommen. Gibt es... Das verstehe ich gar nicht, weil wie... Ach so, alles klar. Gibt es eine Abweichung von 5 nach oben oder nach unten? Also du musst es nicht exakt sagen, sondern du hast die Range von 5. Kannst dich um 5 vertun, sagen wir es so. Wollen wir mit der Frage anfangen, mit der Sportfrage? Ja. Ich sag 110. Film und TV. Wer spielt die Gleichstellungsbeauftragte Frau Jordan in der Comedy-Serie Frau Jordan stellt gleich, einer Produktion von Join und ProSieben, deren dritte Staffel im Herbst 21 starten soll? Bitte noch mal etwas Ruhe im Publikum. Es ist sehr unruhig gerade. Vielen Dank. Psst. Annette Frier. Und Klatsch und Tratsch. Wessen Kinder heißen absteigend nach dem Alter sortiert? Noah, Elias, Anna und Amadeus. Ich suche natürlich nach einem Promi, denn wir haben es hier mit Klatsch und Tratsch zu tun. Deutscher Promi? Oder? Das mag ich jetzt nicht sagen. Darf ich den Namen nochmal hören? Ja. Noah, Elias, Anna und Amadeus. Bitte nichts aus dem Publikum vorsagen. Das wäre jetzt unfair. Boris Becker. Du sagst Boris Becker. Erstmal Auflösung von deinen Fragen. Du sagst, die Tour de France wurde zum 110. Mal ausgetragen. Anne hat nochmal gesagt, um 5 darfst du dich vertun. Die Tour de France wurde zum 108. Mal ausgetragen. Richtig. Zweite Frage. Wer spielt die Gleichstellungsbeauftragte in Frau Jordan stellt gleich? Das wird demnächst anlaufen. Du hast Annette Frier gesagt. Es wäre aber gewesen Katrin Bauernfeind. Deswegen Bauerfeind. Deswegen diese Frage ist nicht richtig beantwortet. Es kommt also auf die letzte an. Wessen Kinder heißen absteigend nach dem Alter sortiert? Noah, Elias, Anna und Amadeus. Du sagst Boris Becker. Es ist Boris Becker. Sehr gut. Damit kannst du dich erstmal entspannen. Ihr tauscht die Plätze einmal. Sven, du gehst rüber. Genau. Und jetzt kann Henrik in seinen Rubriken glänzen. Brauchst du noch ein Bier? Nee.
vielleicht erstmal lieber ein bisschen Konzentration. Sehr gut. Ich lese auch dir erstmal die drei Fragen hintereinander weg vor. Bitte Ruhe, nichts vorsagen. Er muss sich konzentrieren, deswegen. In welchem Bundesland, Politik und Geschichte, wurde zum ersten Mal ein Mitglied der Partei Bündnis 90, die Grünen, Ministerpräsident? Frage 2, Wechselrubrik Inseln. Auf welcher Insel liegt die japanische Hauptstadt Tokio? Und Masterfrage Geografie, wie viele afrikanische Staaten grenzen an das Mittelmeer? Mit welcher Frage wollen wir anfangen? Mit der zweiten, das ist die japanische Hauptinsel Honshu. Honshu logge ich ein. Dann gehe ich jetzt mal zur Politik und Geschichte. Nein, die dritte bitte. Okay, dann haben wir, wie viele afrikanische Staaten grenzen an das Mittelmeer? Ägypten, Marokko, Libyen. Ich habe heute schon ein bisschen was Intus. Merkt man dir zwar nicht an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen auf die Konzentration geht. Ja, ich, Sekündchen bitte. Ich sag jetzt 4. Du sagst 4. Und die letzte Frage, in welchem Bundesland wurde zum ersten Mal ein Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen Ministerpräsident? Ja, 1 von 16, jetzt raten, ne? Wenn du es noch nie gehört hast, dann oder noch nichts von dieser Tatsache gehört hast, dann kannst du nur raten. Also man kann es theoretisch erraten, deswegen würde ich auf jeden Fall einen Tipp abgeben. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Okay, dann löse ich mal auf. Wir fangen mal direkt mit der letzten Frage an. Du hast geraten, vielleicht doch nicht so sehr geraten, dass Baden-Württemberg das erste Bundesland ist, in dem zum ersten Mal ein Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen Ministerpräsident geworden ist. Das ist Winfried Kretschmann und das stimmt. Seit 2011. Wie viele afrikanische Staaten grenzen an das Mittelmeer? Du sagst 4, du hast 3 aufgezählt und dann vielleicht noch so ein bisschen einen dazu gemogelt. Es sind, du hast es glaube ich auch genannt, Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen. 5. Nicht beantwortet. Letzte Frage, auf welcher Insel liegt die japanische Hauptstadt Tokio? Du sagst, es ist die japanische Stadt oder die japanische Insel Honshu und das ist richtig. Sven, nimmst du bitte wieder Platz? Damit haben wir, du bleibst auch ruhig sitzen. Du bleibst jetzt sitzen, genau. Damit haben wir folgende Situation. Beide haben ihre Aufgabe gemeistert. Und jetzt kommt es also darauf an, wer hat was gesetzt. Wir gucken mal rein. Sven setzt von seinen 24 Bier 8 Bier und Hendrik setzt von seinen 24 Bier 8 Bier. Das heißt, die beiden sind sehr, sehr gleich gut, aber wir brauchen natürlich jetzt noch eine Schätzfrage. Logischerweise kann es dabei nicht bleiben, es muss einen Champion geben und von daher kommt es jetzt auf die letzte Frage an. Was ich aber auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, das kann ich hier auch schon mal sozusagen vorbereiten. Es wird auf jeden Fall für einen von den beiden um folgende Summe Bier gehen, um 28 insgesamt. Denn sie haben 8 gesetzt von den 24, die sie sowieso hatten. Und das heißt, ich ziehe jetzt hier mal 4 raus. Das waren 12, das macht jetzt 8. Diese Menge Bier ist es, um die wir jetzt spielen. In der letzten und entscheidenden Schätzfrage, die beiden wieder auf einen Zettel schreiben. 8 plus 24 sind 32 insgesamt.
natürlich nochmal verdoppeln. Nee, eigentlich nicht, weil die spielen ja schon um 48, um 24. Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Nee, nee, macht keinen Sinn. Weil sie spielen ja um 24. Ja, okay. Eigentlich ist es total bescheuert. Du bleibst bitte, ja genau, du gehst bitte einmal rüber. Weil es jetzt bedeutet, dass sie auch nicht um 24 Bier gespielt haben, sondern um 48, aber egal. So, du versorgst jetzt mal die beiden mit den Zetteln, mit den jeweiligen Namen und mit den entsprechenden Stiften dazu am besten. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist tatsächlich eine Frage, die euch sogar beide liegen dürfte. Vielleicht. Aber man muss halt schätzen. Jetzt kannst du zocken. Ein Tipp wurde schon abgegeben. Oder nee, ihr habt beide noch nicht abgegeben. Sehr gut. Ja, selbstverständlich. Wir wissen ja schon, worum es geht. Also es geht für euch tatsächlich um ein Thema, was ihr beide wählen wolltet, nämlich Sport. Das ist schon mal ganz gut für euch beide, glaube ich. Frage ist nur, wer ist besser als der andere? Um es genau zu sagen, es geht um Fußball. Wie viele, und falls es jemand von euch weiß, wie viele Tore fielen bei der diesjährigen Fußball-EM, Europameisterschaft? Gemeint sind wirklich alle, auch die Elfmeter und auch nach Verlängerung. Wie viele Tore fielen insgesamt bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft? Alles komplett. Gruppenphase. Also währenddem, also natürlich jetzt nicht die Qualifikation, ne? Ist schon klar. Henrik, keine Qualifikation, sondern nur die wirklich eigentliche Fußball-Europameisterschaft, wenn die losgeht mit dem ganzen Brimborium und dann gucken wir uns das halt wochenlang an. Und die ganzen Tore alle zusammengerechnet. Sven rechnet und rechnet. Nochmal alle Spiele nochmal Revue passieren lassen einfach und schnell zusammenrechnen. Da ist man natürlich im Vorteil, wenn man einfach alle Ergebnisse auswendig gelernt hat. Du hast schon ein Ergebnis? Dann gib mir das bitte mal. Und Sven rechnet immer noch. Ich gebe dir noch 10 Sekunden. So. Wir haben zwei Schätzungen. Sven schätzt 158 und Henrik schätzt 158. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das hat's doch noch nie gegeben. Und jetzt kommt der Hammer. Ich löse ganz kurz auf. Ganz kurz. Ich löse auf. Es ist auch noch extrem gut geschätzt, weil die richtige Antwort ist 154. Beide sind wirklich extrem gut. Und wir machen eine Sache. Beide kriegen diesen Biergewinn. Das legen wir schon mal fest. Aber ich will trotzdem einen Gewinner haben. Und deswegen, Henrik, nochmal für dich. Entschuldigung, Sven, natürlich für dich, Henrik, für dich. Du gehst nochmal rüber und jetzt habe ich eine Frage, also wenn ihr das auch beide gleichzeitig, also dann hören wir einfach auf. Dann waren es halt 200 und dann reicht es auch mal. 200 Shows. Also, das Bier habt ihr beide gewonnen, es geht nur noch um die Ehre an der Stelle. Ich möchte von euch wissen, der wievielte, und ey, das wisst ihr doch nicht, der wievielte Dalai Lama amtiert derzeit? Wenn ihr das jetzt wisst... Der wievielte Dalai Lama ist das gerade, der gerade amtierend ist?
Wirklich beide 158? So ein bisschen versteckte Kamera. So. Geht der Titel nach Hannover oder geht er am Ende, bleibt er vielleicht in Leipzig? Wir haben hier eine... Du hast nochmal 158 geschrieben, aber das war der erste Tipp, ja. Wir haben die Zettel umweltfreundlicherweise gleich nochmal benutzt. Die Zahl ist nicht identisch! Henrik sagt der 86. Und Sven sagt der 23. Der aktuelle Dalai Lama ist der 14. Und damit hat Sven neuer Champion, es geht an mir, Sven! Und Riesenapplaus für Henrik! Gleich von mir bei dem Gutschein über diese unglaubliche Biermenge. Keine Sorge, ihr kriegt euer Bier. Ein großer Applaus bitte an Alex, unseren Techniker. Ein Riesenapplaus für Anne Gilzer. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Show. Es geht am Bier wieder am zweiten Montag im Monat, natürlich auch im November und im Dezember. Mein Name ist Tim Tölke. Das war's. Vielen Dank und tschüss.